Grünen Woche. Endlich ist es wieder soweit. Die IGW findet in gewohnter Weise statt und natürlich darf da auch nicht das traditionelle Bäuerinnenforum des Deutschen Landfrauenverbandes fehlen. Herzlich willkommen unter dem Motto Zukunft Landwirtschaft, auch eine Frage der Vereinbarkeit. Hier heute live aus dem City Cube, aus dem Hotel Kudamm 101 und nicht aus dem City Cube. Da war er, der freudsche Versprecher, genau. Und natürlich auch ein herzliches Willkommen allen an den Bildschirmen, die sich zahlreich jetzt zugeschaltet haben. Das freut uns sehr, dass das Interesse auch so groß ist, ganz über Deutschland und auch international verteilt sich zuzuschalten. Also herzliches Willkommen an alle. Ja, ein niedriger Frauenanteil in den Betriebsleitungen, Betriebe ohne Nachfolge, Fachkräftemangel, all das sind starke und gute Argumente, um zu gucken, wie das Potenzial der so unglaublich gut ausgebildeten Frauen viel stärker in den Fokus zu nehmen. Wir wollen uns heute im Bäuerinnenforum zu den familiären und notwendigen Rahmenbedingungen austauschen, haben dazu ein ganz wunderbares Programm gestrickt, wie ich finde, und sehr, sehr tolle Gäste hier können wir heute hier begrüßen. Gleich wird Petra Benkemper, Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes, Sie alle nochmal offiziell begrüßen und in die Veranstaltung einführen. Und dann geht es überleitend in einen sehr, sehr interessanten Input von Anne Dirksen zum Thema Kind oder Kuh Vereinbarkeitsfragen in der Landwirtschaft. Daran anschließend gibt es den Blick in das wahre Leben. Wir hören es hier teilweise auch schon. Cecilia Abel wird einen Praxisbericht über die Situation als Betriebsleiterin hier einbringen, hat Verstärkung auch heute hier dabei, also wunderbar, so soll es sein. Daran anschließend werden wir hier vorne ein Podium haben und diskutieren aus den verschiedensten Perspektiven. Wir haben eine wunderbare Mischung, Politik ist vertreten, Verwaltung ist vertreten und ja, eben die Praxis, das wahre Leben. Als Betriebsleiterin. Genau, daran anschließend wird Juliane Fees, erste Vizepräsidentin, den ganzen Rahmen nochmal spannen und sagen, was war heute besonders beeindruckend und wo wollen wir als DLV auch weiter arbeiten, und sie wird dann das Schlusswort sprechen. Ja, daran anschließend gibt es einen Mittagsimbiss, die Möglichkeit, all die Dinge, die hier andiskutiert sind, auch weiter zu diskutieren, zumindest hier vor Ort. Ich hoffe auch live an den Geräten gibt es Diskussionen, vielleicht auch in der Familie. Das ist auch herzlich willkommen natürlich. Ja, und jetzt darf ich natürlich ganz herzlich willkommen heißen hier vorne Petra Benkemper, Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes. Kommen Sie gerne nach vorne, Frau Benkemper. Ja, liebe Landfrauen, liebe Bäuerinnen und Bauern, es standen vorhin noch zwei Herren draußen, die haben wir so noch mit reingelassen. Liebe Kolleginnen aus dem DLV-Bundesvorstand, liebe Gäste, ja, dieses Jahr haben wir aus der Erfahrung der Pandemie heraus uns für ein hybrides Format entschieden, damit natürlich möglichst viele von Ihnen teilnehmen können. Und ich freue mich natürlich ganz besonders über diejenigen, die heute den Weg hierher nach Berlin gefunden haben. Und wir sitzen hier so in einem sehr intimen fast Kreis zusammen. Wir haben eine neue Lokalität, wo wir heute unser Bäuerinnenforum abhalten. Aber auch natürlich ein ganz, ganz herzliches Willkommen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor den Bildschirmen zu Hause. Und ja, das Thema des heutigen Tages, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wir werden diesem Thema heute das Forum geben. Wir haben eingeladen Expertinnen und Praktikerinnen, und ich freue mich sehr, dass wir mit Anne Dirksen, ja, die renommierte Beraterin und Mitstreiterin für die Sache der Frauen in der Landwirtschaft als Referentin gewinnen konnten. Ebenso erfreut begrüße ich die Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Theiß und die Geschäftsführerin der SVLFG Claudia Lex, die wir dann in unserer Podiumsdiskussion erleben werden. Schön, dass Sie da sind. Und ja, selbstverständlich, das ist ja an vielen Stellen so, dass die Praktiker und die Praktikerinnen einfach fehlen. Und natürlich, bei uns Landfrauen sind die immer eingeladen. Und ganz, ganz herzlich willkommen an Cecilia Abel, Mara Walz und Johanna Röh, drei selbstständige Frauen und junge Mütter, die heute ihre Erfahrungen einbringen werden.
begrüße natürlich auch unsere heutige Moderatorin, die Hauptgeschäftsführerin des DLV, Daniela Ruhe, und auch meine Präsidiumskollegin Juliane Fees und Sibylle Klug. Und ja, ein besonderes Dankeschön gebührt Jens Kollmann. Sehr geehrter Herr Kollmann, Chefsyndikus der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Wir bedanken uns sehr für die Förderung, die wir auch in diesem Jahr für unsere Bäuerinnenforum erfahren. Ganz, ganz herzlich Dank und herzlich willkommen. Ja, der Frauenanteil unter den Studierenden landwirtschaftlicher Hochschulgänge ist hoch. Unter den landwirtschaftlichen Azubis nimmt er schon deutlich ab. Und dieser Trend setzt sich dann fort bei den Hofnachfolgerinnen und erreicht den Tiefpunkt bei den Betriebsleiterinnen mit einem Frauenanteil von nur 11%. Warum ist das so? Warum übernehmen und gründen so wenig Frauen landwirtschaftliche Betriebe, obwohl sie doch bestens ausgebildet sind? Es gibt viele Gründe und einer davon ist ganz sicherlich die Vereinbarkeit von Betriebsleitung, Familie und Haushalt. Die Ergebnisse unserer Studie Frauen leben Landwirtschaft zeigen, und hier zitiere ich die Studienautorinnen, dass mitarbeitende Partnerinnen, Ehepartnerinnen, andere weibliche Familienangehörige und Betriebsleiterinnen ein großes Arbeitspensum bewältigen und zusätzlich die überwiegende Verantwortung für die Care-Arbeit übernehmen. Insbesondere für junge Betriebsleiterinnen ist eine Vereinbarkeit von Betrieb und Familie nur möglich, wenn sie sich einen Ausfall ihrer Arbeitskraft finanziell leisten können und natürlich auch familiäre Unterstützung in der Kinderbetreuung erhalten. Manche der befragten Frauen entschieden sich deshalb gegen eine Hofübernahme oder gegen Kinder. Und hier müssen wir doch mal ganz, ganz deutlich sagen, es darf doch heute wohl nicht mehr so sein, dass sich eine Frau dieser Wahl stellen muss. Die Leitfrage des Forums muss also lauten: Wie können wir das betriebliche Potenzial von Frauen nutzen und stärken, ohne dass sie sich der Entscheidung ausgesetzt sehen, Kind oder Betrieb? Beides miteinander zu vereinbaren, es stellt natürlich eine große Herausforderung dar. Betriebsleiterinnen und Hofnachfolgerinnen müssen mit dem ersten und natürlich jedem weiteren Kind den Verlust ihrer betrieblichen Arbeitskraft kompensieren, oft finanzielle Einbußen hinnehmen und ihre Aufgaben in Haushalt und Familie anders organisieren. Die Studie zeigt, dass die Frauen in der Schwangerschaft oftmals nicht wesentlich weniger arbeiten. Rund die Hälfte der befragten Frauen, die Kinder geboren haben, haben ihr Arbeitspensum rund um die Zeit der Geburt nicht wesentlich verändert. Ein Drittel hat etwas weniger und nur gut 20% deutlich weniger oder gar nicht mehr gearbeitet. Betriebsleiterinnen und Geschäftsführerinnen gaben durchschnittlich oft an, wie zuvor weitergearbeitet zu haben. Ich befürchte, es ließ sich nicht anders machen oder es lässt sich nicht anders machen. Aber es ist doch wohl klar, hier drohen gesundheitliche Risiken für Mutter und Kind. Und schwere körperliche Arbeiten in der Schwangerschaft können natürlich auch zu Folgeschäden führen. Und auch Zoonosen und fruchtbarkeitsrelevante Substanzen, mit denen wir in der Landwirtschaft arbeiten, ja, davon geht ein gewisses Risiko aus. Und das sind bisher alles unbeachtete Themen, auf die wir mehr einen Fokus legen müssen. Die Situation macht es nicht einfacher, nämlich die schwierigen Rahmenbedingungen in den ländlichen Räumen. Fehlende Kinderbetreuung, eingeschränkte Mobilitätsangebote oder nicht vorhandene Unterstützungsangebote, beispielsweise auch dann bei der Pflege der Altenteiler. Haushaltshilfen, ja, das wissen wir auch alle, die wachsen auch nicht auf den Bäumen, also eine schwierige Situation. Aber ich würde an dieser Stelle sagen, ich höre einfach mal auf mit der Problembeschreibung. Wir möchten ja heute Lösungen diskutieren und dazu erhalten wir wunderbare Einblicke in die Praxis.
Welche individuellen Regelungen haben Frauen für sich und ihre Familien gefunden? Wie steht es mit der Aufteilung der Care-Arbeit? Und ich habe mir eine Notiz gemacht, was sagen die Nachbarn oder Berufskolleginnen in meinem Umfeld hin zu meinen Lösungen? Ich erinnere mich an eine Situation vor einigen Jahren, als eine Berufskollegin sie sagte, ich kriege das einfach nicht mehr hin mit der Mittagsessenzubereitung. Und da kam dann mittags immer der Lieferservice vorgefahren. Und ja, ich wünsche mir da etwas mehr Toleranz für die Lösungen, die Frauen und Familien finden. Und es hat mich schon erschreckt, die Antworten oder die Aussagen, die sich diese Betriebsleiterin anhören musste. Von großer Bedeutung für die Vereinbarkeit sind ergänzende Unterstützungsangebote von außen, die Betriebs- und Haushaltshilfe der SVLFG müssen wir genau unter die Lupe nehmen. Elterngeld können natürlich selbstständige Frauen auch beantragen. Und natürlich stehen viele weitere Beratungsangebote bereit, die es gilt zu nutzen. Aber wir sehen einfach, wir brauchen mehr Informationen, mehr Austausch, mehr Sensibilisierung. Und ja, auch noch eine andere, weitere interessante Frage, auf die wir vielleicht heute auch noch zukommen. Wie gehen wir denn mit der Diskrepanz zwischen unserem Selbstbild als selbstständige Unternehmerin um und dem Wunsch nach umfassender Unterstützung, wenn die eigene Schwangerschaft den Betrieb gefährdet? Ja. Ich kann nur an alle Familien appellieren, fangen Sie frühzeitig an zu planen, suchen Sie miteinander das Gespräch, suchen Sie Lösungswege, versuchen Sie einfach auch alte Rollenbilder beiseite zu stellen und regeln Sie die Aufteilung der Care-Arbeit klar und fair und ja, und seien Sie auch da tolerant Ihren Ehepartnern gegenüber, weil es vielleicht nicht ganz so läuft, wie es bei mir läuft. Und planen Sie natürlich auch externe Hilfen, nicht nur im Betrieb, sondern auch im Haushalt finanziell ein. So, und damit sind wir jetzt mittendrin im Thema. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion, einen guten Austausch hier heute und darf das Wort weitergeben an unsere Moderatorin Daniela Ruhe. Vielen Dank. Petra Wendkämpfer, vielen Dank. Ja, lassen Sie mich noch ein paar technische Hinweise sagen. Wir wollen natürlich auch Sie hier vor Ort gerne einbinden in die Themen, die wir heute haben. Also es besteht die Möglichkeit, sich an verschiedenen Stellen einzubringen mit Anmerkungen oder Fragestellungen. Und für Sie zu Hause an den Bildschirmen, auch Sie können die Chatfunktion nutzen. Wir bekommen die Dinge hier auch reingetragen. Also bitte nutzen Sie die Beteiligungsmöglichkeiten. Ja, jetzt darf ich Anne Dirksen ankündigen für ihren Vortrag Kind oder Kuh, Vereinbarkeitsfragen in der Landwirtschaft. Anne Dirksen, ja, Petra Wendkämpfer hat es gesagt, renommiert ohne Ende in dem Thema, ganz viel Beratungserfahrung bei der Landwirtschaftskammer in Niedersachsen. Sie ist dort Leiterin im Fachbereich Familie und Betrieb, Landfrauenarbeit, Sozioökonomie und sehr beispielgebend für die vielen, vielen Themen, die so wichtig sind für die Frauen auf den Betrieben. Sie legt den Finger in die Wunde, klärt auf, sensibilisiert und das, wie ich finde, mit einer wunderbaren Mischung aus dem nötigen Ernst, aber auch mit wunderbarem Humor. Ich habe noch beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben, immer noch in den Ohren beim Thema Alterssicherung, lieber einen Tag unromantisch als im Alter altersarm. Also wir können uns sehr freuen auf Ihren Beitrag. Liebe Frau Dirksen, Sie sind uns herzlich willkommen. Ja, dann nutze ich die Stille gleich, um loszulegen. Herzlichen Dank für die Einladung und die hohe Hürde bei der Einführung schon. Mir ist vorhin, muss ich zugeben, aufgefallen, dass ich Ihr Thema, was Sie mir in der Einladung gestellt haben, falsch abgeschrieben habe. Aber vielleicht ist das genau die Lösung oder ich glaube, das ist die Lösung. Ich habe geschrieben Vereinbarungsfragen und genau darum geht es, glaube ich. Dieses Thema ist ja so aktuell wie nie zuvor und ich habe hier ja auch schon diese Überschrift zweimal verändert. Ich habe auch noch ein Und mit Fragezeichen dazwischen gesetzt und möchte Sie jetzt ein bisschen mitnehmen in meine Gedanken zu diesem Thema. Die Fakten. 11% sind Betriebsleiterin, das hat Frau Wendkämpfer schon gesagt.
Das ist das Ergebnis der Landwirtschaftszählung. Und das Ergebnis der Bäuerinnenstudie ist, dass 72% der Frauen sich an der Betriebsleitung beteiligt fühlen. Also es gibt eine Wahnsinnsdiskrepanz zwischen der gelebten Partnerschaft auf den Betrieben und der rechtlichen. Und diese Diskrepanz ist aus meiner Beraterin-Sicht manchmal auch gefährlich, weil also für die betriebliche Verantwortung ist es sicher toll, aber für die soziale Absicherung ist das gefährlich, weil sich viele da in eine Sicherheit wägen, die sie gar nicht haben. Aber das ist ja heute nicht das Thema, aber es schwingt immer mit. Denn das gehört auch zu Vereinbarungsfragen. 18% sind laut der Bäuerinnenstudie, 18% der Hofnachfolgerinnen sind weiblich. Da erinnere ich mich an eine Doktorarbeit, die vor ein paar Jahren in Göttingen geschrieben wurde, mit der Überschrift: Hast du keinen Bruder? Gut, an Ihrer Reaktion merke ich, dass ich das nicht erklären muss. Für männliche Hofnachfolger ist der Weg meist bestimmt. Die haben oder entscheiden manchmal gar nicht so ganz bewusst, sondern das ist denen quasi in die Wiege gelegt. Wenn Mädchen die Höfe übernehmen, dann ist meine Beobachtung aus der Beratung, dann machen sie es sehr bewusst. In der Regel haben sie dann schon sehr dafür gekämpft. Und das ist, man soll ja mal alles positiv auch formulieren, sehr positiv in der Regel für die Betriebe, weil das sind die Überzeugungstäterinnen, die wir brauchen in der Branche. Und wenn Frauen es bis dahin geschafft haben, die Nachfolge anzutreten, dann sind sie Überzeugungstäterinnen. Und die machen dann einen verdammt guten Job. Die Rollen und Leistungen sind in der Agrarstatistik nicht sichtbar. Wir hätten ein komplett anderes Bild, unterstelle ich mal, wenn diese Rollen in der Betriebsleitung, also etwa 2/3 der Frauen managen das Agrarbüro, wenn diese Rollen alle Einfluss nehmen würden in der Agrarstatistik, hätten wir ein komplett anderes Bild. Oder ich nenne auch das Stichwort Einkommenskombination, alle Betriebe mit Direktvermarktung, Hofcafés oder so, tragen einen enormen Anteil am Einkommen in der Landwirtschaft. Und ein Fakt ist auch die wahnsinnigen Erwartungen, die an Frauen auf den Höfen gestellt werden, von sich selbst, aber auch an die Frauen. Zu den Erwartungen komme ich noch, denn das gerade in der Landwirtschaft, in Familienunternehmen, ich glaube nicht nur in der Landwirtschaft, aber in Familienunternehmen gibt es eben auch eine ganze Fülle von unausgesprochenen Erwartungen und gefühlten Erwartungen, die dann zusätzlich noch zu diesem Thema beitragen. Aber es gibt eben auch unterschiedliche Erwartungen in der Familie, im Dorf. Also ich weiß von einer Hofnachfolgerin, die sagt, in den ersten Jahren sind die Berufskollegen am Feldrand angehalten, um zu gucken, ob sie auch ordentlich pflügen kann. Ich glaube, das machen die bei den jungen Männern nicht. Ist mir jedenfalls noch nicht begegnet. Dann nochmal zu den Rollenbildern, weil das ist schon auch, das hat auch die Bäuerinnenstudie ergeben, ein ganz entscheidendes Thema, die zum Teil sehr veraltet sind. Das fängt mit der Einheirat an. Also ich erlebe das immer noch in der Beratung, ich bin da schon ein paar Samstage länger in der Beratung, dass wenn ein Mann einheiratet, es selbstverständlich ist, dass zumindest gegenüber der SVLFG, aber auch nach draußen, er die Betriebsleitung bekommt. Manchmal sogar dann den ganzen Hof, aber eben zumindest die Betriebsleitung. Das ist bei umgekehrter Einheirat, habe ich das eigentlich noch nie erlebt. Also ich bin auch eingeheiratet, vor vielen Jahren. Dann die Aufteilung der Care-Arbeit, darüber wurde ja auch schon ganz viel geredet und wird sicher heute auch noch ganz viel geredet. Da kommt nämlich das Thema Vereinbarungsfragen drin. Also es ist vereinbar. Also es steht nirgends geschrieben, dass es irgendwo typische männliche oder weibliche Aufgaben gibt, sondern das ist Vereinbarungssache. Und diese Lösung, die da vereinbart wird, die muss nur den Menschen auf dem Hof gefallen, die daran beteiligt sind, nicht dem Dorf und nicht der Politik. Das vergessen wir so oft. Als meine Kinder klein waren und unser Sohn mit 5 Jahren die Geschirrmaschine ausräumte und Besuch von einem Freund kriegte, der dann entsetzt in die Küche kam und sagt: Steffen, das ist Frauenarbeit.
Dann denke ich, ja. Ich habe an anderer Stelle ja auch schon mal gesagt, die Hofprinzen werden von den Müttern erzogen. Da müssen wir Frauen ganz schön aufpassen, was wir denen da so mitgeben. Aber ich erkenne durchaus einen kleinen Aufwärtstrend. Nicht nur homöopathisch, sondern durchaus erkennbar. Es gibt einen amerikanischen Film, der heißt Die Hand an der Wiege regiert die Welt. Das ist ein Thriller. Es gibt Teilzeitbetriebstätigkeit. Das merkt man vor allen Dingen, also dann, wenn das erste Kind da ist, dann wird es oft eine Teilzeitbetriebstätigkeit, weil eben aufgrund der vielen anderen Aufgaben wenig Zeit bleibt und diese Teilzeit beschränkt sich dann, oder beschränkt klingt so negativ, aber bezieht sich dann auf Tierhaltung, Büro, Einkommenskombination, also eine ganze Vielzahl von Rollen, die dann immer noch ausgeführt werden, aber eben Teilzeit. Und das ist wie so eine Jonglage mit mindestens 5 Bällen. Und ich glaube, das können die wenigsten. Familiensystem, auch das spielt eine ganz große Rolle. Stichwort unausgesprochene Rollenerwartungen. Diese Rollenbilder, auch wenn sich moderne Rollenbilder einfügen und einspielen, die kippen ganz oft mit der Geburt des ersten Kindes. Und dann gibt es so Rolle rückwärts in vielen Bereichen. In der Beratung nutze ich oft das Bild von einem Mobile. Wenn man ein Mobile im Gleichgewicht hat, dann heißt das, dass alle sich irgendwie da bewegen müssen. Und wenn da was Neues dazukommt, nämlich ein Kind, dann müssen sich alle bewegen, dass das Mobile wieder ins Gleichgewicht kommt. Das ist über dem Kinderbett eigentlich ganz leicht nachvollziehbar, aber im praktischen Leben vergessen wir das oft. Die Gründe sind vielfältig, es ist manchmal einfacher und die Nerven liegen sowieso blank und dann nimmt man den Weg des geringsten Widerstandes. Das ist auch nachvollziehbar. Dann komme ich zum Ziel, weil Frau Benkamp hat ja auch gesagt, wir wollen hier jetzt nicht gemeinsam beklagen, was alles nicht läuft, sondern wir haben ein Ziel und das ist Geschlechtergerechtigkeit. Das ist ein schönes Schlagwort. Das macht sich aus meiner Sicht nicht daran fest, ob Frauen auch Schlepper fahren. Es geht nicht darum, noch eine Aufgabe draufzupacken, sondern alle Aufgaben anders zu verteilen. Es macht sich fest an Vereinbarung von Familie und Beruf und in diesem Fall von Familie und Betrieb. Und da ist eine Waage. Also das muss sich die Waage halten. Es gibt immer mal Phasen, da ist das dann ein bisschen in Schräglage, aber das darf nicht das Ziel sein. Und es muss für jeden ein individuelles, echtes Wahlrecht geben. Und damit meine ich nicht das Wahlrecht für den Bundestag, sondern das Wahlrecht will ich Familie, will ich Betrieb und wie kriege ich beides unter einen Hut. Und ich werte das als Zustimmung von dem Nachfolger. Und das Ziel muss es auch sein, dass es ein erreichbares und akzeptiertes Unterstützungsnetz gibt. Mit akzeptiert meine ich, das muss auch angenommen werden. Also was nützt irgendwie so einen Mittagbringdienst, wenn den keiner ordert, dann macht er irgendwann zu. Es gibt da ganz tolle Beispiele, wie ich finde. Es ist ein Dorf in Niedersachsen, da gibt es 4 Bauernfamilien, die wochenweise wechselseitig kochen. Und dann gehen die anderen dahin zu essen. Das finde ich ein super Modell. Also dürfen Sie gerne weiter sagen. Ich glaube, dieses Dorf hat nichts dagegen. Es geht um haushaltsnahe Dienstleistungen, die eben wirklich nur dann was nützen, wenn sie auch angenommen werden. Und die Nachbarn gewöhnen sich irgendwann dran. Irgendwann kommt was Neues. Es geht um öffentlichen Personennahverkehr. Es reicht nicht, dass ein Bus fährt, sondern er muss auch zu Zeiten fahren, wo man ihn brauchen kann. Es geht um Kinderbetreuungsangebote, also Öffnungszeiten von Kitas, von Schulen, verlässliche Angebote. Es geht um auch so Fragen wie, wann fangen Elternabende an? Das ist in vielen Regionen leider nicht landwirtschaftsfreundlich oder auch nicht berufsfreundlich. Also die Palette könnte man
unabhängig oder unendlich weitersetzen. Und dieses Unterstützungsnetz muss unabhängig sein von der Oma nebenan. Selbst wenn Oma nebenan wohnt, hat Oma auch ein Recht auf Wahlrecht und zu sagen, so, ich habe auch ein Leben außerhalb von Enkelkindern, deswegen ist man keine schlechtere Oma. Vielleicht ist Oma noch berufstätig, vielleicht hat Oma ein tolles Ehrenamt und ist jetzt gerade in Berlin, wenn die Kinder betreut werden müssen. Also das darf nicht Bedingung sein. Ich kann nur meinen Betrieb leiten, wenn meine Mutter nebenan wohnt. Das wäre zu wenig. Ja, dann, wie kommen wir dahin? Ich habe ein paar Stichworte gekriegt, wozu ich was sagen soll. Und diese Stichworte waren, was kann die Politik tun? Also es ist ja schön zu fordern, so, das muss jetzt die Politik mal alles fordern. Also das nützt nichts, wenn keiner hingeht. Natürlich braucht es Infrastruktur überhaupt, aber die muss auch praxistauglich sein. Die muss zu den Menschen passen. Es braucht, eine Frage war auch, was kann der DLV tun? Das beantworte ich natürlich gerne, aber das macht der DLV schon. Aber ich möchte Sie ermutigen, dran zu bleiben, Mut zu haben. Diese Themen müssen gesellschaftsfähig gemacht werden und immer wiederholt werden. Solche Dinge leben von der Wiederholung. Ich habe mal gelernt, es braucht 72 Impulse, bis sich was ändert. Also fehlen da vielleicht noch ein paar. Kann ja nicht anders, so ist ja schon anders. Und ich möchte den DLV ermutigen, die Frauen weiter zu ermutigen, ihre Dinge in die Hand zu nehmen und nicht zu warten, wie bei Dornröschen, ne, dass nach 100 Jahren mal ein Prinz vorbeikommt. So viele Prinzen gibt es gar nicht mehr und die es noch gibt, sind für diese Themen auch nicht so geeignet. Ich möchte die Familien und die Männer ermutigen, die partnerschaftliche Betriebsführung auch wirklich zu leben und die Erwartungen und Rollenbilder auch zu kommunizieren und zu überprüfen für sich selber. Nicht das, was im Dorf gelebt wird oder seit Generationen oder was Oma jetzt dazu sagt, sondern das, was Sie wollen. Dazu bedarf es sicher ein paar mehr Gespräche und das ist auch nicht so einfach darüber zu reden. Einfacher ist es, darüber zu reden, warum können sich die Nachbarn neuen Schlepper leisten und wir nicht. Aber solche Themen sind eben auch wichtig. Und ich habe da unten etwas ketzerisch drunter geschrieben, nicht nur den Steuerberater fragen. Nichts gegen die Zunft der Steuerberater, die sind wichtig. Aber die Form, also ich habe bezogen das vor allen Dingen auf GbR-Gründung. Es gibt ja viele gemeinsame Betriebsführungen nach außen hin in Form einer GbR. Und da haben die Frauen auch ihre Anteile und wägen sich oft in der Sicherheit, naja, jetzt gehört mir irgendwie 50 oder 30% vom Alm, ihnen gehört 100% Haftung und vielleicht 30 oder 50% vom Gewinn, aber die Haftung ist 100%. Und im Ehevertrag ist der Zugewinn des Betriebes womöglich auch geschont, das heißt, im Falle einer Scheidung nützt ihnen diese mit Unternehmerschaft auch nichts. Es gibt ja die Devise, Mitleid kriegt man geschenkt, Anerkennung muss man sich verdienen, Neid muss man sich erarbeiten. Genau. Zu den Frauen selber, und das ist ja das, wo wir am ehesten ansetzen können, wenn wir nicht auf die Dornröschen, auf den Prinz oder auf die Politik warten wollen. Und da gilt als allererstes Info, Info, Info. Es gibt ganz, ganz viele Angebote, die nützen aber gar nichts, wenn keiner hingeht. Das ist wie beim Mittagstisch. Also informieren Sie sich, holen Sie sich eine zweite oder auch Drittmeinung ein. Das ist unternehmerische Verantwortung. Die kann uns auch keiner abnehmen. Nutzen Sie die Angebote, die es gibt. Übernehmen Sie unternehmerische Verantwortung und sorgen Sie auch für sich selber, das ist ja, das steht schon in der Bibel. Also erst wenn es mir gut geht, kann ich auch für die anderen gut sorgen. Also das ist unternehmerische Pflicht. Und unterschreiben Sie erst, wenn Sie alles verstanden haben.
Also manchmal denke ich bei manchen Vertragsklauseln in der Beratung, Herr, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Aber so eine Unterschrift gilt, Sie sind über 18, wenn Sie diese Verträge unterschreiben und das sollten Sie erst tun, wenn Sie alles verstanden haben. Und dabei für Ihre Bedürfnisse einstehen, also erstmal kennen, aber dann auch dafür einstehen, unterdrückte Bedürfnisse, also Sie der Wunsch, ja eigentlich hätte ich schon gerne einen eigenständigen Betriebszweig oder eigentlich hätte ich schon gerne die Betriebsführung, wenn so ein Wunsch unterdrückt wird, dann ist das wie, wenn Sie versuchen, Wasserbälle mit Gewalt unter Wasser zu halten. Irgendwann ploppen die an einer Stelle auf, wo Sie gar nicht damit berechnen und dann werden Sie ganz schön nass. Und das sollte in diesem Fall nicht passieren. Das verzehrt viel, viel zu viel Energie, die Sie besser für den Betrieb nutzen können. Und dazu gehören auch Dinge wie bestehende Verträge prüfen, bevor ich da einsteige und dergleichen mehr. Ja, damit bin ich auch beim Fazit sozusagen, im Schnelldurchlauf. Bei der Frage Kind oder Kuh bin ich jetzt bei Kind und Kuh angekommen und kann Sie alle nur ermutigen, nur zu. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Frau Dirksen, für diesen Strauß an Themen, die Sie angesprochen haben. Wir haben jetzt kurz Gelegenheit, auch Fragen hier einzubinden. Ich würde gerne mit einer nochmal starten. Sie haben gesagt, also das Thema Rollenbilder, das ist ein ganz entscheidendes Thema. Was sind denn so die anderen Themen, wo Sie in der Beraterpraxis merken, da geht es ein Stück nach vorne? Care-Arbeit haben Sie gesagt, da hat sich was verbessert, aber wo sagen Sie, wo sind Sie sehr hoffnungsvoll und sagen, da sind wir schon auch noch auf dem richtigen Weg? Und wo sagen Sie, da ist so wenig in letzter Zeit passiert, da müssen wir ganz bewusst nochmal ansetzen? Ja, also positiv formuliert, es hat sich zum Beispiel in der Beratung, erlebe ich das, was bei getan, bei der Notwendigkeit, Verträge zu schließen. Also bei dem, ja, wir haben einen Vertrag und ganz viel Verbesserungspotenzial sehe ich bei den Inhalten. Weil, es reicht für mich nicht, wenn, also es gibt ja manchmal so Ankreuzlisten, wo dann sagt, ja, Ehevertrag vorhanden, Haken dran, Hofübergabe vorhanden, Haken dran. Das ist zu kurz gedacht. Also wenn ich mir manche Eheverträge angucke, dann denke ich, das grenzt an Sittenwidrigkeit. Aber wenn sich zwei finden, die das unterschreiben, wird es natürlich schwierig. Da wünsche ich mir viel, 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 viel mehr Eigenverantwortung. Mhm. Ja. Und im Hinblick auf die Rolle als Betriebsleiterin, Sie haben gesagt, es gibt viel auch in Teilzeit und das ist Jonglage mit vielen, vielen Bällen. Wo geht da der Trend hin? Sind die Frauen immer noch eher in, ja, sie sind natürlich deutlich weniger, das wissen wir auch durch die Studie, aber wo sehen Sie, gibt's da mehr Bewegung gerade? Ja, deutlich, ja. Das ist also auch in der Hofnachfolge, also selbst bei uns im Dorf erlebe ich das, dass mittlerweile ein Betrieb, die zwei Landwirte als Kinder haben, das Mädchen, beide sind Meister und die Eltern haben jetzt entschieden, nein, die Tochter wird den Hof weitermachen, der Junge macht was anderes. Eine abschließende Frage von mir noch, bevor ich dann gerne auch hier ans Publikum öffnen möchte. Das Thema Elterngeld und Selbstständige. Mhm. Ist das ein Thema in Ihrer Beraterpraxis? Wird es genutzt? Sind die Frauen da auch eher schlecht informiert, was das angeht? Ja, also da kommen die Steuerberater wieder ins Spiel. Das wird ja gerne an die Steuerberater auch delegiert und ich erlebe in vielen Familien, also dass Steuerberater haben ein wahnsinnig hohes Ansehen, selbst in katholischen Familien manchmal höher als der Papst. Und wenn der dann sagt, das lohnt sich nicht oder lohnt sich, dann wird es auch gemacht und dann wird das in der Beratung kaum noch thematisiert, beziehungsweise dann auch abgewunken. Mhm. Aber da sehe ich auch ganz viel Potenzial. Ja, wunderbar. Auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, dann möchte ich gerne Sie einladen hier vor Ort. Wenn es Fragen gibt an Frau Dirksen oder auch Kommentare, Anmerkungen, melden Sie sich gerne. Aber ich würde Sie bitten, auf das Mikrofon zu warten, damit auch die Teilnehmenden vor den Bildschirmen Ihre Frage hören können. Also bitte, gibt es Fragen, Anmerkungen zu dem Vortrag von Frau Dirksen? Scheint jetzt erstmal nicht zu sein. Gibt es doch da, wunderbar, bitteschön. Bitte einmal kurz aufs Mikrofon und vielleicht stellen Sie sich kurz vor.
Almut Dedert. Und ich möchte mal wissen, Sie haben ja gesagt, es gibt ein Mehr an Verträgen, nur die Inhalte haben sich nicht verbessert. Woran liegt das? Das ist ja jetzt so ein bisschen Spekulation, aber also ich nehme ein Beispiel, daran wird es vielleicht deutlich. Es gibt mehr Eheverträge und in vielen Eheverträgen steht drin, so pauschal, das Betriebsvermögen ist bei der Zugewinnberechnung außen vor. Und dann unterschreiben die Menschen das, weil irgendjemand denen erzählt, das schützt ja bei einer Insolvenz. Und ja, im Falle einer Scheidung bedeutet das aber, selbst wenn im Betrieb Zugewinn da ist, es ist ja sowieso durch die andere Berechnung eher unwahrscheinlich, bleibt es außen vor. Wenn die Frau aber auch von ihrem Angesparten jetzt eine Immobilie erworben hat und die hat an Zugewinn zugelegt, dann ist das sehr wohl Bestandteil des Zugewinnausgleichs. Das heißt also, sie muss dann noch Geld dalassen, damit sie gehen kann. Und das ist für mich unfair oder ein Schritt zurück. Da gibt es noch ganz viel Potenzial. Also gute Eheverträge können auch andere Klauseln enthalten, zum Beispiel. Vielen Dank. Ich sehe, es gibt noch eine Frage hier. Mara Walz, bitteschön. Ja, Frau Dirksen, wie könnten Sie sich vorstellen, dass wir junge Männer und Frauen in der Landwirtschaft, also die vielleicht auch gerade erst in Ausbildung sind, für diese Themen der Familienplanung informieren und vielleicht auch sensibilisieren? Ich kann das jetzt nicht für das ganze Bundesgebiet sagen, aber für Niedersachsen kann ich sagen, dass wir ja, ein ziemlich umfangreiches Seminarangebot haben für diese Zielgruppe. Eher sogar mehr für Frauen als für Männer, aber es ist ja den Männern nicht verwehrt. Es gibt Vortragsmöglichkeiten, aber ich weiß auch, das merke ich ja bei mir selber auch, ich konkurriere immer mit produktionstechnischen Vorträgen, das ist einfach der Renner oder mit GAP 2023. da nicht locker zu lassen. Ne? Also, und die Artikel, die in irgendwelchen Fachpressen stehen, zu lesen, und nachzuhaken. Also da gibt es ganz viel für mich, unternehmerische Verantwortung, die Angebote zu nutzen, einzufordern und die Beratung auch in Anspruch zu nehmen. Vielen Dank. Ich gucke mal gerade, ich sehe bisher keine Kommentare oder Fragen aus dem Chat. Dann haben wir noch eine Fragemöglichkeit jetzt hier. Bitte schön. Eva-Maria Lieven aus dem Rheinland. Die Beratungen zu Eheverträgen und so weiter werden ja in der Regel von Männern gemacht. Wie bekommen wir denn hin, dass diese Männer sich bewusst werden, welche Fehler sie für die Frauen beraten? Oh. Ja, also man ändert ja andere Menschen nicht. Ne? Man kann sein eigenes Verhalten ändern und da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe, durch stetiges Nachfragen. Also ich habe zum Beispiel, ne, gut, ich habe ja gesagt, bin schon ein paar Samstage länger in der Beratung. Wenn ein junges Paar bei mir in der Beratung war und wir haben gemeinsam erarbeitet, was könnte jetzt in deren individuellen Ehevertrag stehen, dann gehen die mit diesen Ideen zum Notar und der macht dann einen Vertrag draus. Den machen wir ja nicht. Und dann kommen die mit dem, was er daraus gemacht hat, wieder her. Ich gucke da drüber und stelle fest, das war das nicht, was wir besprochen hatten. Ne? Und dann immer wieder Vorlage. Ne? Im Grunde wie in der Schule. Ne? So lange eine Aufsatzverbesserung, bis er 2 ist. Jetzt gibt es doch noch eine Anmerkung oder Frage aus dem Chat, und zwar die Absicherung der Bäuerin bei Schwangerschaft. Sind wir ausreichend abgesichert in Bezug auf Vertretungskräfte im Betrieb? Wir haben ja nachher auch in der Talkrunde noch Frau Lex von der SVLFG einbezogen, da können wir das sicherlich auch nochmal ansprechen, aber Ihre kurze Einschätzung dazu. Ja, also ich denke schon, dass wir im Berufsstand eine gute individuelle Absicherung haben durch die SVLFG. Die nützt aber nichts, wenn wir sie nicht nutzen. Und ich erlebe das auch, dass dann in Bezug auf Haushaltshilfe doch lieber entschieden wird, wir nehmen eine Betriebshilfe und den Haushalt machen wir irgendwie so nebenbei oder wurscheln uns da durch. Da bin ich wieder bei dem, so, dann müssen wir es auch fordern, sonst wird es irgendwann eingestampft. Ja, aber alles Weitere wird Frau Lex vielleicht auch gleich noch ausführen, da möchte ich auch nicht vorgreifen.
Wunderbar. Dann darf ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, liebe Frau Dirksen. Wir haben auch noch eine kleine Tasche mit einem sehr wunderbaren Inhalt. Kann ich wärmstens ans Herz legen. Das Buch von Rita Süssmuth zum Thema Parität jetzt. Also ich habe es auch gelesen. Wunderbar. Und herzlichen Dank, liebe Frau Dirksen. Schön, dass Sie hier sind. Danke. Dankeschön. So, wir haben schon ganz viel über die praktische Situation gesprochen. Wie ist sie von Betriebsleiterinnen? Ich freue mich jetzt sehr, ankündigen zu dürfen. Cecilia Abel, sie ist Co-Betriebsleiterin auf dem Ziegenhof Ogrosen im Spreewald, heute auch mit Verstärkung angereist. Sie hat Ökolandbau und Vermarktung studiert, Bodenwissenschaften, einen Master gemacht in Hohenheim. Und seit 2019 hat sie die Betriebsübernahme am Ziegenhof gemeinsam in der GbR mit Daniel Baumgart umgesetzt. Und ja, ich freue mich sehr auf Ihren Beitrag und auf die persönliche Sicht der Dinge, Mutter und Betriebsleiterin. Liebe Frau Abel, herzlich willkommen, kommen Sie gerne nach vorne. Ja, hallo. Genau, ich habe Anfang 2019 den Ziegenhof am Gut Ogrosen übernommen und wir haben 80 Milchziegen und eine eigene Käserei. Und bei mir ist dann eher das Motto so Kind oder Käse. Genau, und mein Geschäftspartner Daniel Baumgart, der hat 3 Kinder und genau, ich jetzt 1, knapp 1 Jahr alt. Und das ist doch sehr schwierig. Im Nachhinein wüsste ich nicht, ob ich das nochmal so machen würde. Genau, also wir haben 2019 den übernommen und im ersten Betriebsjahr haben wir dann, oder hat mein Partner noch das zweite Kind bekommen. Wir haben beide noch unsere Masterarbeiten geschrieben nebenbei. Und so ist man da so einfach, ja, man musste halt weitermachen irgendwie. Und es ging immer weiter und weiter und weiter. Und 2020 war ich ja dann schwanger, genau, 2021 war ich schwanger, genau. Und da kam dann die große Frage, naja, wie macht man das jetzt überhaupt? Also wir sind eine gleichberechtigte GbR, wir arbeiten auch beide gleich viel, immer eigentlich. Und wir haben uns das am Anfang eigentlich auch nicht groß aufgeteilt. Wir haben beide das Gleiche gemacht und das war uns auch wichtig. Aber wie das jetzt auch schon so angesprochen wurde, sobald man dann das erste Kind hat, teilt man sich es dann doch irgendwie auf und dann rutscht man doch so in die klassischen Frauenaufgaben, sage ich jetzt mal so rein. Und wir haben dann eine gute Beratung gehabt, noch in der Schwangerschaft und haben dann gemerkt, okay, also Betriebshilfe nur im Mutterschutz, das war, ich glaube, das ist 8 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt oder anders, oder 6 Wochen vor der Geburt. Das ist ein bisschen knapp, weil mit so einem riesen Bauch, da kann man dann auch nicht mehr die körperlichen Arbeiten machen. Und ich war da auch ausgerechnet im Winter hochschwanger, wo wir dann halt im Stall sind und da dann nochmal verstärkt körperliche Arbeiten doch stattfinden. Also irgendwie Mist schieben, wir machen das alles mit der Hand, also wir sind ja ein sehr kleiner Betrieb. Das war dann schwierig und es ist zwar toll, dass es das gibt, sich eine Betriebshilfe zu suchen, aber es ist halt auch ein sehr kurzer Zeitraum und ich konnte mich dann krank schreiben lassen, hatten wir noch einen Monat länger im Voraus eine Betriebshilfe und wir hatten dann auch großes Glück, wir haben von unserem Nachbarbetrieb die Mitarbeiterin als Betriebshilfe einstellen können, die war dann auch schon so ein bisschen, die wusste schon so ein bisschen, was man machen muss, also die kam von einem Schafbetrieb. Ja, und von der Lammzeit, also ich habe die Lammzeit eingeleitet mit meiner Geburt. Einen Tag später kamen die Ziegen, haben losgelegt. Von der Lammzeit habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Also das hat in dem Sinne gut geklappt, dass ich da wirklich komplett raus war aus dem Betrieb. Aber bis kurz vor der Geburt habe ich eigentlich immer noch mitgearbeitet. Weil es ist zwar schön, dass man 40 Stunden Betriebshilfe kriegt, aber ganz ehrlich, wer arbeitet nur 40 Stunden in der Landwirtschaft? Das ist, und die hatte dann auch freie Wochenenden natürlich. Und naja, ja, muss ich nichts weiter zu sagen. Ne? Genau, aber nach der Geburt hat das dann doch ganz gut geklappt, dass ich komplett raus war. Aber auch nur, weil wir nicht nur die Betriebshilfe hatten, sondern auch noch eine freiwillige ökologisches Jahr Unterstützung.
und noch Praktikanten aus Eberswalde. Und ich glaube, wir hatten in dem Jahr teilweise 3, 4 Praktikanten gleichzeitig. Anders wäre es auch nicht gegangen. Und genau, das war schon echt wichtig. Also normalerweise machen wir das zu zweit und in dem Jahr mussten wir das dann halt irgendwie zu fünft machen plötzlich. War natürlich auch nicht so einfach. Genau, und dann bin ich nach der Geburt, ich glaube so 6 Wochen, also der Mutterschutz war eigentlich noch gar nicht durch, bin ich wieder melken gegangen, weil es war dann irgendwie, was war dann, ich glaube Ostern, da ist bei uns eh immer Land unter mit der ganzen Lämmerschlachterei und die Milch kommt so richtig in die Gänge. Und die ganzen freiwilligen Helfer, die wollten halt Ostern auch mal frei haben natürlich. Naja, und dann war ich wieder voll drin. Und genau, mein Lebenspartner, der hat 2 Elternzeit genommen, 1 Jahr. Aber der kann ja nicht stillen, ne? Also am Ende musste ich trotzdem immer wieder schnell mal nach Hause, einmal stillen, einmal andocken und zack, wieder in den Stall oder auf die Weide. Also es war schon eine spannende Zeit und richtig spannend wird es eigentlich erst nächstes Jahr, weil wir noch keine Kinderbetreuung haben. Also die Elternzeit endet jetzt im Februar, also genau wenn die Lämmer wieder kommen, endet die Elternzeit und genau, Kindergartenplätze sind ja überall knapp, so auch bei uns. Ich hoffe noch, dass ich Montag vielleicht eine Zu- oder Absage bekomme, aber genau, ich weiß es noch nicht. Also das nächste Jahr wird nochmal deutlich spannender. Und da, genau, man kann natürlich dann das Kind irgendwie überall mit hinschleppen, aber das tut dem Rücken ja auch nicht unbedingt gut. Und wir haben seit ein paar Jahren auch eine recht fiese Zoonose im Stall. Das heißt, ich kann ihn nicht mal irgendwie zu den Lämmern mit in den Stall setzen und kurz was machen, weil genau, das muss man natürlich auch bedenken, dass man den dann da nicht rumlaufen lassen kann, wenn er alles im Mund steckt. Ja, genau, deswegen wissen wir noch nicht genau, was wir jetzt machen. Ja, genau, was für mich jetzt wichtig wäre als Forderung an die SVLFG wäre, also diese 40 Stunden Betriebshilfe, das ist zwar schon ganz schön, aber es reicht in der Realität, glaube ich, bei keinem. Es wäre irgendwie toll, wenn man da noch irgendwas anderes machen könnte, irgendwie. Und ganz grundsätzlich, es hat jetzt nichts mit der Landwirtschaft zu tun, aber es geht, glaube ich, allen Eltern so, dieses 1 Jahr Elternzeit ist ja an sich super, aber wenn man dann erst mit Kindergarten mit 1 Jahr und dann hat man ja eine Eingewöhnungsphase und dann muss der Elternzeit genommen hat, direkt wieder durchstarten und wer macht dann die Eingewöhnungszeit? Ne? Das haben wir auch noch nicht geklärt. Das wäre noch so ein großer Punkt. Ja, genau, ansonsten kann ich nur bestätigen, wenn man ein Kind bekommt, dann rutscht man ganz schnell so in die alten Rollenmuster wieder rein. Also wir hatten das uns zwar sehr schön gerecht aufgeteilt, jeder macht alles, aber letztes Jahr habe zum Beispiel immer ich das Mittagessen gekocht, weil das konnte ich jetzt von zu Hause aus machen mit dem Kind und muss dafür nicht in den Stall und zack, ist man wieder diejenige, die dann jeden Tag kocht. Oder jetzt mache ich auch die Buchhaltung, habe ich früher nicht gemacht, aber genau, kann ich ja von zu Hause aus machen. Da ist man ganz schnell wieder drin in den Mustern. Genau, das war es dann auch von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Frau Abel, für den Einblick, den Sie uns hier gegeben haben über ja, Ihre persönlichen Erfahrungen. Sie haben, als Sie gesagt haben, wir haben eigentlich auch eine gute Beratung gehabt. Es lief ja eigentlich ganz gut, relativ, sage ich jetzt mal. Wo hatten Sie die Beratung her? Das war zufällig Teil eines Forschungsprojektes zum Thema Ziegen. Das war der, also das, ja, es hatte überhaupt nichts mit dem Thema zu tun eigentlich, aber es war einfach eine gesamtbetriebliche Beratung und die hat uns einfach nochmal klar gemacht, okay, wir müssen uns jetzt darum kümmern, eine Betriebshilfe zu finden, sonst hätten wir das wahrscheinlich auch viel zu lange selber hinausgezögert, weil beim ersten Kind weiß man ja auch viele Dinge einfach noch nicht und wie wenig man dann plötzlich machen kann, das war mir vorher nicht bewusst, also das war dann echt so wie, ich kann jetzt nicht direkt nach der Geburt wieder in den Stall, Mist, das war erstmal, ja, das hatte ich so nicht erwartet.
Was würden Sie sagen aus der Erfahrung heraus? Sie haben ja jetzt ja, sich arrangiert und haben gesagt, naja, hätte ich das gewusst, hätte ich manches vielleicht nochmal überlegt. Aber ich sage mal, es ist ja schön, wenn man jetzt diese Erfahrung so weitergibt und andere Frauen, die vielleicht vor so einer Situation stehen, einfach auch so eine Art Kompass mitgeben könnte. Das wäre ja wunderbar. Was würden Sie mitgeben unbedingt? Was ist das A und O, damit es besser läuft, auch wenn es immer noch schwierig ist unter bestimmten Voraussetzungen? Weil wie Sie sagen, Kita-Platz gibt es meistens erst klassisch zum Sommer. Was macht man, wenn man mit der Elternzeit im April fertig ist? All diese Dinge sind da trotzdem noch nicht geklärt. Aber was würden Sie sagen, was empfehlen Sie unbedingt, damit es noch besser laufen könnte? Ich glaube auf jeden Fall echt gut vorausplanen und viele Beratungsangebote annehmen. Also ich wusste auch viel einfach nicht, obwohl ich um mich drumherum viele Frauen mit Kindern habe, auf dem Hof auch. Aber trotzdem, wenn man dann plötzlich selber in der Situation ist, ist alles nochmal ganz anders und man weiß gar nicht genau, was da auf einen zukommt. Und da, glaube ich, hilft einfach Beratung, sich selbst holen. Das wäre schon gut. Ja, wunderbar. Gibt es Anmerkungen, Fragen hier aus der Runde an Frau Abel? Oder auch Bestätigung? Ich sehe Nicken an vielen Stellen. Gibt es aus dem Chat? Nein, gibt es nicht. Und was ich eigentlich noch erwähnen wollte, wir waren ja jetzt in der super Situation, dass mein Mann nicht in der Landwirtschaft arbeitet und einfach mal Elternzeit nehmen konnte. Also Paare, wo beide in der Landwirtschaft sind, die haben ja echt verloren. Also klar, man kriegt dann vielleicht ein bisschen Gehalt gezahlt, aber die Arbeit muss ja gemacht werden. Und da waren wir jetzt in der guten Situation, mein Mann konnte Elternzeit nehmen, aber ich hätte es halt nicht machen können, weil das Geld hilft einem dann auch nicht. Da findet man keinen, der da 7 Tage die Woche die Arbeit macht, die man selber macht, für das Geld. Also das war echt. Und da haben Sie ja gesagt, war es ja bei Ihnen eigentlich auch gut, dass aus der Nachbarschaft jemand als Betriebshilfe auch einspringen konnte. Das ist ja häufig auch die große Herausforderung. Wo findet man jemanden, der einspringen kann? Auch da sehe ich zustimmendes Nicken und eine Meldung. Bitte schön. Das Mikrofon bitte einmal. Hallo, wir haben jetzt gerade gehört, die Beratung war zufällig und im Rahmen eines Forschungsprojektes. Es klingt ja fast schon so, als ob das was ist, was überhaupt nicht etabliert ist und kaum vorkommt. Ich freue mich über diese ehrliche Situationsbeschreibung, die ehrlich gesagt nicht gerade mutmachend ist. Aber ich freue mich darüber, weil es wird, glaube ich, zu wenig offen darüber gesprochen, wie es dann wirklich ist. Und ich frage mich, ob es nicht ein Hinweis darauf ist, dass die Kammern nochmal das Beratungsangebot überdenken oder ausweiten sollten, ob das gut ist und zufällig und Forschung eigentlich nicht das Passende ist. Vielen Dank für diese Fragestellung. Da gibt es direkt eine Anschlussfrage. Bitte kurz fassen. Anschlussfrage, sondern auch ermutigen. Viele Frauen, also das habe ich auch erlebt, die schrecken es, zur Kammer zu gehen oder Beratung in Anspruch zu nehmen. Also das finde ich schon irgendwo schade. Es gibt sowas und das sollte man schon in Anspruch nehmen. Also die Frauen ermutigen und zu sagen, geht dahin, ihr erhaltet was. Also das hat sie ja auch gesagt, sie hat es jetzt zufällig erfahren, aber das finde ich ganz wichtig. Man muss einfach sagen, Frauen, traut euch, wagt es, es gibt sowas und das ist ganz wichtig. Ich habe auch 3 Kinder und erwachsen mittlerweile, aber auch Haushaltshilfe in Anspruch genommen. Also ja, vielen Dank. Nochmal eine ganz kurze Meldung hier vorne, bitteschön. Ja, Edith Schröder und ich würde genau das Gleiche sagen, dass wir, und das denke ich ist auch Aufgabe von uns Landfrauen und Frauen stärken, darauf hinweisen müssen, dass man diese Beratung annehmen kann. Genauso wie bei dem Vortrag auch von Frau Dirksen, was es gibt über die Verträge, dass man da hinkommt. Und ich selbst habe es in der Familie auch gemerkt bei der Hofübergabe, dass die sozioökonomische Beratung so wichtig ist, dass die einem auch nochmal von der anderen Seite zeigt und gerade dem Übernehmer, dass man nicht immer nur nach den Steuerfragen gucken soll und das nochmal hintergründig erklärt wird. Und so sehe ich das in diesem Bereich auch. Und ich denke, wir alle als Landfrauen sollen sagen, Mut machen, diese Beratung in Anspruch zu nehmen. Vielen Dank dafür. Genau, Mut machen, diese Angebote anzunehmen, Erfolgsgeschichten oder wie hat man es gemacht, auch verbreiten, um eben auch das Wissen, was sich die Einzelne hart erarbeitet hat, auch eben ja, leichter zugänglicher zu machen. Und dafür danke ich Ihnen ganz herzlich, liebe Frau Abel, dass Sie ja, Mut gemacht haben, aufgezeigt haben, wie es ist und vielleicht auch die ein oder andere mit dem Tipp der Beratung und der frühzeitigen Information versorgt haben. Ganz herzlichen Dank dafür. Auch für Sie eine Tasche.
zum Thema Bloggerin trifft Bauer, also für Sie auch ein bisschen was zum noch mitnehmen. Vielen Dank, liebe Frau Abel. So, jetzt hatten wir schon einen Blick aus der Praxis. Jetzt möchte ich ganz herzlich und gerne zur Podiumsdiskussion jetzt einladen. Hier wird parallel schon aufgebaut für uns hier vorne, wunderbar. Genau, die Podiumsdiskussion, auch die wird unter dem Thema stehen, Betriebsleiterin und Mutter sein, wie ist das vereinbar? Wir wollen uns aus den verschiedensten Perspektiven diesem Thema nähern und ich darf ganz herzlich die Gäste nach vorne bitten, zu kommen. Und zwar als erste Claudia Lex, Geschäftsführerin, Teil der Geschäftsführung der SVLFG seit über 10 Jahren in Kassel. Das Thema der Betriebs- und Haushaltshilfe ist schon ganz oft angesprochen worden. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind. Liebe Frau Lex, herzlich willkommen. Grüß Gott. Aus der Politik möchte ich ganz herzlich nach vorne bitten, Isabel Mackensen-Geis, auch Mutter und auch als Politikerin an vielen Stellen in der Vereinbarkeitsfrage ja durchaus vor Herausforderungen. Seit 2019 im Deutschen Bundestag, Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und auch Mitglied im, also stellvertretendes Mitglied im Petitionsausschuss. Herzlich willkommen, Frau Mackensen-Geis. Ja, dann nochmal die Praxissicht. Johanna Röh wäre fast Landwirtin geworden, ist nämlich auf einem Bauernhof groß geworden, hat sich dann aber umentschieden und ist Tischlerin geworden, war auch als Tischlergesellin auf Wanderschaft 4 Jahre, wirklich auch bis nach Kanada, glaube ich, unterwegs, genau. Seit Januar 2016 ist sie selbstständig als Tischlermeisterin, hat eine eigene Werkstatt. Herzlich willkommen, liebe Frau Röh. Danke. Last but not least, Mara Walz. Sie leitet mit den Eltern das Familienweingut in Ensingen als GbR, ist Mutter, ausgebildete Winzerin, Studium Weinbau und Önologie, hat sich ehrenamtlich immer schon ganz viel auch engagiert, beim Bund der Deutschen Landjugend unter anderem, ist ausgezeichnet mit dem Gerd-Sonnleitner-Preis für ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement. Ja, an dieser Stelle, liebe Mara Walz, auch herzlich willkommen. Genau, bitte bedienen Sie sich gerne mit dem Wasser. Wir würden jetzt einsteigen mit Johanna Röh als Tischlermeisterin sozusagen, um auch nochmal den Blick zu weiten in dieser Runde. Wie ist die Situation anderer Betriebsleiterinnen in der Phase, wenn man Mutter wird? Und ja, Sie haben da auch etwas ganz Wunderbares auf den Weg gebracht, nämlich eine Petition, die auch im Petitionsausschuss noch behandelt wird, noch nicht entschieden ist, soweit ich weiß. Unter dem Hashtag Meine Werkstatt bleibt, haben Sie auf den Weg gebracht, um eben auch ja, auf die Situation aufmerksam zu machen als Selbstständige. Was passiert, wenn ich schwanger bin, wenn ich Mutter bin? Geht es in Richtung Existenzbedrohung? Warum und mit welchen Forderungen haben Sie diese Petition auf den Weg gebracht? Genau, wir haben die Petition für den Mutterschutz für Selbstständige auf den Weg gebracht, weil wir gemerkt haben, dass die Vereinbarkeit eben praktisch gar nicht gegeben ist für uns, vor allen Dingen in Bereichen, in denen wir körperlich arbeiten, in denen wir hohe Fixkosten haben, ist es super schwierig, gleichzeitig den Betrieb wirklich erfolgreich weiterzuführen und dann aber auch körperlich irgendwie auszufallen. Und das hat eigentlich so gestartet, dass ich eben in den sozialen Medien darüber gesprochen habe und es dann irgendwie immer mehr so ein Ding wurde, nee, also ich bin nicht alleine, es gibt total viele, die genau in der gleichen Situation sind und wir haben angefangen, uns auch eben deutschlandweit zu vernetzen, nur online und sind selber total überrascht und total froh gewesen, dass wir eben so weit gekommen sind und hoffen immer noch eben auf dieses Votum vom Petitionsausschuss. Genau, und ich glaube, also meine Hoffnung ist dadurch, dass es so lange dauert, dass es positiv ist und dass wir wirklich was angestoßen haben. Lisa Paus hat sich ja jetzt auch nochmal dafür ausgesprochen. Genau, und wir hatten auch den Blick auf die Landwirtschaft, eben weil es da überhaupt erst die Möglichkeit gibt, eine Betriebshilfe zu beantragen. Ich habe persönlich eine Haushaltshilfe bekommen nach der Geburt und fand das ist ein schlechter Scherz, also was die meinen, was meine Rolle in der Gesellschaft denn ist und wo die sehen, dass sie mich unterstützen können. Also definitiv nicht
indem jemand für mich staubsaugt. Das kann mein Mann auch. Ja, also habe ich so ein bisschen rausgehört, Sie gucken durchaus begeistert auf das System, was es in der Landwirtschaft gibt und würden sich das auch wünschen für Ihren Berufsstand. Genau, also ich will nicht sagen, dass das System perfekt ist, das haben wir gehört, definitiv. Aber ich glaube, dass man vielleicht auch mit Blick auf die Landwirtschaft, auf andere Länder, gemeinsam wirklich bessere Bedingungen für alle schaffen kann, also auch für die Frauen in der Landwirtschaft. Wunderbar, das leitet über zu der Fragestellung an Frau Lex. Wir wollen jetzt noch mal so ein bisschen in dieser Themenrunde jetzt gucken, wie sind denn die Unterstützungsmöglichkeiten in Schwangerschaft und Mutterschutz? Frau Röhe sagt, ja, da guckt sie durchaus bewundernswert ein bisschen auf das System, was wir haben. Wir haben aber auch gehört, Frau Abel, die sagt, ja, Stundenanzahl reicht nicht. Wie ist es denn überhaupt? Klären Sie doch mal auf, was gibt es sozusagen aus dem Paket, das die SVLFG anbietet? Was kann geleistet werden und wo finde ich vielleicht auch diese Informationen, wenn ich es denn in Anspruch nehmen will? Ja, es gibt ein ganzes Paket an Leistungen, zusätzlich zu den normalen Gesundheitsvorsorgen und Untersuchungen, die die gesetzlichen Krankenkassen allgemein im Paket haben. Wir sind ja ein Verbundträger mit einer Krankenkasse, Unfallversicherung, Alterssicherung und Pflegeversicherung. Haben wir aber im Bereich der Krankenkasse auch Zusatzleistungen, also freiwillige Satzungsleistungen beispielsweise. Ich möchte es erwähnen, weil die Frau Bentkemper auch gesagt hat, sind wir denn auf das ausgerichtet, was uns ausmacht, unsere Kunden quasi beschäftigt? Also da wäre zum Beispiel Schwangerschaftsdiabetes ist vielleicht noch was Normales, aber die Toxoplasmose-Untersuchungen, die wir anbieten, oder Bistreptokokken-Untersuchungen, speziell eben auch gerichtet an unser Klientel. Das ist nicht selbstverständlich für eine gesetzliche Krankenkasse. Oder zum Beispiel auch eine Satzungsleistung, die Rufbereitschaft der Hebamme 6 Wochen vor dem Entbindungstermin, auch um zu sagen, wir haben, sind ländlicher Raum, die Entfernungen sind andere. Also wirklich speziell sind Entscheidungen auch des Berufs, Standes, die der getroffen hat. Unser oberstes Organ ist ja ehrenamtlich tätig und wo man genau diesen Blick drauf hat. Und das betrifft auch den Bereich Betriebs- und Haushaltshilfe. Und das ist ja tatsächlich, Frau Röhr hat es gesagt, eine wirklich Sonderleistung. Wir haben ja bei uns nun mal versichert, Unternehmer, Unternehmerin, aber auch Ehegatte, Ehegattin, Lebenspartner, Lebenspartnerin. Blick in der Unfallversicherung sowieso auf den ganzen Betrieb, aber auch in der Krankenkasse sind diese versicherten Personen versichert und haben einen Anspruch auf Leistungen. Also auch eine Ehefrau ohne Status, Unternehmer hat einen Anspruch auf Leistungen. Da gibt es eben das Doppelpaket Betriebs- und Haushaltshilfe. Das zeigt also schon, dass man auf diese Doppelstellung, die die Frau innehat, schon Rücksicht nimmt und es sieht. Und da muss man natürlich auch sagen, es muss auch angenommen werden, es muss auch beantragt werden, es ist also eine Antragsleistung und man kann auch erst Kosten erstattet bekommen, wenn es ab dem Zeitpunkt, wo es beantragt ist. Aber es wird eben auch nach Wunsch aufgeteilt oder nach Bedarf, muss ich sagen, aufgeteilt. Man kann sagen, ich brauche 100% Betriebshilfe oder ich teile mir es auf, ich brauche einen Anteil Haushaltshilfe oder ich brauche einen Teil Betriebshilfe. Das ist dann bedarfsangemessen. Und die Zeiten sind angelehnt an das normale sonstige Mutterschutzrecht auch. Das heißt, 6 Wochen vor der Geburt, 8 Wochen, also nach dem errechneten Entbindungstermin, 8 Wochen danach. Und es sind also mindestens 99 Tage. Und kann auch noch erweitert werden, Zwillingsgeburten, Komplikationen dergleichen, was es da gibt. Und außerhalb der Schutzfristen habe ich auch noch Anspruch, wenn ich eben arbeitsunfähig bin, ein entsprechendes Attest habe. Da gibt es also auch außerhalb dieser Schutzfristen die Möglichkeiten, Ersatzkraft gestellt zu bekommen. Ersatzkraft gestellt zu bekommen heißt eben, dass tatsächlich jemand auf den Betrieb kommt, dass man sich auch um nichts kümmern muss, wie der rentenversicherungsrechtlich oder sonst was zu behandeln ist, sondern das wird gestellt, das ist eine Sachleistung und wir haben unsere Kooperationspartner, wir haben ein Netz an Fachkräften dann auch, die hier dann eben zum Einsatz kommen können, außer auch der Möglichkeit, sich selbst eine Ersatzkraft zu beschaffen. Klar, es ist heute manchmal auch hier Fachkräftemangel, deswegen auch so die Frage 40 Stunden und mehr, selbst wenn wir das nicht ohne Gesetzgeber umsetzen können, ist tatsächlich da auch die Frage der praktischen Umsetzbarkeit ein Stück weit schwieriger vielleicht. Aber grundsätzlich gibt es diese Möglichkeit, es sind also 99 Tage. Wir hatten allein für Mutterschaft, Schwangerschaft im letzten Jahr 40.000 Einsatztage gewährt. Das sind also auch deutliche finanzielle Volumen, die dahinter stehen. Und das heißt, es ist ja auch, ist nun mal geschlechterspezifisch so, speziell für die Frau, über das hinaus, was sie auch sonst als Unternehmerin einen Anspruch hat auf Leistungen. Und vielleicht auch, das ist vielleicht nur ein Randgebiet, aber
Betriebshilfe gibt es zum Beispiel auch, auch hier nochmal in Sondersituationen. Das sind auch Neuerungen, die wir umgesetzt haben. Wenn ich zum Beispiel eine behinderte Person in eine Einrichtung begleite, Möglichkeit der Betriebshilfe. Wenn ein Pflegenotstand auf dem Betrieb ist und sich nur die Unternehmerin, der Unternehmer darum kümmern kann, Betriebshilfe. Und auch, wenn ich ein Kind zum Beispiel begleite in eine Reha-Maßnahme, stationäre Einrichtung, Möglichkeit der Betriebshilfe. Ich meine, das sind schon sehr gute Leistungen. Klar, wir gingen immer noch mehr. Wir hätten zum Beispiel uns gewünscht oder haben das auch entsprechend vorgetragen, dass wir bei Erkrankung des Kindes zum Beispiel auch Möglichkeiten hätten, hier Betriebshilfe zu gewähren. Ist aber etwas, was wir nicht per Satzung entscheiden können. Das heißt, dazu bräuchten wir eine gesetzliche Änderung. Aber ist platziert und insofern sind wir da auch nicht pessimistisch, dass es vielleicht nicht noch kommen könnte. Also diese Möglichkeiten gibt es alle und ich meine schon, dass das wird ja auch angenommen, dass das eine sehr gute Geschichte ist. Und was das Defizit oft ist, ähnlich wie bei Frau Dirksen, dass wir denken, es wird sich vielleicht nicht informiert darüber, was es gibt. Und man soll ja auch ruhig den Kontakt mit uns suchen. Da versuchen wir uns zum Beispiel zu verbessern, digital viel anzubieten. Wir haben ein Versichertenportal, wo schon bestimmte Daten hinterlegt sind, wo man also dann schon geführt wird ein Stück weit, dass man das nutzt und natürlich die Beratungsstellen, dass man sich einfach informiert. Und vielleicht noch ein letztes Wort. Es ist halt einfacher, wenn ich ein Unternehmen gründe, dann ist es klar, ich muss mich informieren, was ich alles machen kann, was es für Rechte gibt, wo ich mich vielleicht noch kümmern muss. In der Hofnachfolge, wir haben zum Beispiel auch Übergabeseminare und so dergleichen, rutscht man aber oft so rein. Das heißt, man entscheidet sich nicht so bewusst dafür, informiert sich dann nicht so genau und hat dann vielleicht manchmal den Antrag nicht gestellt oder die eine oder andere Möglichkeit nicht genutzt, weil man es nicht gekannt hat. Ja, vielen Dank. Ja, wir haben auch wahrgenommen, ich sage mal, die Studie zur Situation der Frauen in der Landwirtschaft hat ja bei Ihnen auch noch mal etwas ausgelöst, dass Sie gesagt haben, ja, dieses Informationsangebot, das müssen wir, da gucken wir noch mal kritisch drauf, ist das so auch verfügbar im Internet, dass man sich nicht durch die verschiedenen Abteilungen durchklicken muss. Also wunderbar. Ja, aus der praktischen Sicht, Mara Walz, als Sie schwanger waren, im Weinbau gibt es da wahrscheinlich auch dann irgendwann die Grenzen, dass man sagt, so bis hierhin geht noch was und dann eben nicht. Haben Sie Dinge delegiert, sich Unterstützung von außen eingeholt für diese Zeit und auch für die Zeit danach? Ja, und haben Sie die Angebote der SVDFG genutzt und wie schätzen Sie die ein? Ja, also unsere Tochter kam im April letztes Jahr zur Welt. Als Winzerin ist es eigentlich ein ganz guter Zeitraum. Da geht es so, ja, muss man sagen, ist besser als zur Weinlese. Da geht es so langsam im Weinberg draußen los. Als ich wusste, dass ich schwanger bin und dann außer die ersten Wochen vorbei waren, dann war erst mal Weinlese, habe ich mich auch bei der SVLFG informiert. Ich habe sehr viele Informationen bekommen, leider immer nur telefonisch. Ich habe aber schon gehört, dass da eine Broschüre in Planung ist, was ich sehr begrüße, weil ich einfach zu dem Kaliber gehöre, ich möchte es irgendwo nachlesen. Ich will Samstagabends um 11, wenn ich nicht schlafen kann, gucken, was steht mir zu. Ich habe mich auch schon für das Versichertenportal registriert. Ich hoffe, das erfüllt dann, was mir versprochen wird. Und hatte dann eigentlich schon ganz klar die Info, da ist der Rechner der Geburtstermin. Da, also 6 Wochen vorher, habe ich dann eben spätestens Anspruch auf einen Betriebshelfer. Dass ein Kind kommt, das weiß man. Dann kann eben auch die zuständige Stelle von der SVLFG damit planen. Das ist vielleicht besser planbar, als ob man weiß, dass sich ein Betriebsleiter morgen den Fuß bricht. Wie jetzt auch bei Cecilia vorhin war es bei mir dann auch so, ich wurde dann früher krankgeschrieben, weil einfach die Arbeit irgendwann immer ging. Wenn man dann dauernd im Weinberg unterwegs war, mit dem Bauch, mit der Schneehose vom Papa draußen rumstand, es ging nicht mehr. Wir haben dann auch früher jemand gestellt bekommen und ich muss einfach sagen, sowohl Geburt als auch dann das Wochenbett, es verlief bei mir alles ziemlich problemlos. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn es jetzt irgendwie eine schwere Geburt gewesen wäre, wenn die Kleine sehr, sehr pflegeintensiv wäre. Ich kann für mich jetzt resümieren, also sie ist jetzt 9 Monate alt, ich bin da sicher ein bisschen blauäugig reingegangen, ich weiß aber nicht, ob ich was hochbeschworen hätte, wenn ich jetzt alle Eventualitäten geplant hätte. Ich muss aber auch dazu sagen, wir sind ja ein Familienweingut, also ich führe das Weingut als GbR mit meinem Papa. Meine Mutter ist ja auch vollkommen da, sie ist unersetzbar. Und ich wusste auch, die sind da.
Auf die kann ich mich verlassen. Ich habe zwei Schwestern, eine vor Ort, die andere, auch wenn sie da ist, hilft immer viel. Und so war auch klar, dass unsere Veranstaltungen, die 4 Wochen nach Geburt angefangen haben, das funktioniert wieder. Heute denke ich, ich war zu blauäugig. Ich merke es auch im Alltag, es gibt immer wieder Aufgaben, die ich abgeben kann und eigentlich jetzt dann auch gern würde. Wie wir das dann für uns als Betrieb einfach managen, weil ich glaube, Sie alle wissen, ein 9 Monate altes Kind ist eigentlich schwerer zu betreuen als ein 9 Wochen altes. müssen wir auch mal selber entdecken. Aber ich denke, das Schöne ist ja eigentlich auch als Unternehmerin, man kann den Betrieb ja so gestalten, wie es einem passt. Vielleicht hört man öfters, ja, das haben wir noch nie so gemacht. Ja, aber als mein Vater den Betrieb übernommen hat, hat er auch Sachen verändert. Und den Mut muss man haben, weil Mut wird meistens belohnt. Und auch wenn manche vielleicht ein bisschen komisch gucken, ist egal, wenn das eigene Bauchgefühl passt, dann sollen wir das machen. Weil wenn ich den Betrieb in die Zukunft führen will, muss er so aufgestellt sein, dass er für mich passt, dass ich jeden Morgen Spaß habe, dran zu arbeiten. Und weil es sind ja eben mehr als 40 Stunden die Woche. Ja, vielen Dank. Bestätigt ja auch nochmal wunderbar den Appell auch von Frau Dirks. Ne? Wir machen das nicht, weil es der Politik gefallen soll oder weil es der Nachbarschaft gefallen soll, sondern wir als Familie müssen da eine gute Lösung für uns finden. Ja. Isabel Markensen-Geis möchte ich jetzt gerne in die Runde hier einbinden mit einer Frage. Ja, wie beurteilen Sie die Situation der selbstständigen Frauen in der Landwirtschaft? Frau Lex hat ja auch gesagt, also das ist das, was geht. Alles andere ist auch der Gesetzgeber gefordert. Wo ist da noch aus Ihrer Sicht Luft nach oben? Wir müssen auch vielleicht die Landfrauen noch mal ein bisschen vertrommeln, dass sich Dinge noch verändern. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein kann. Und ich kann schon mal am Anfang sagen, ich fühle mit Ihnen allen. Weil es ist eben nicht nur in der Landwirtschaft so. Da ist es natürlich nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Aber wir haben es ja auch gerade aus dem Handwerk gehört. Aber auch in der Politik ist es so, dass ich habe eine 2-jährige Tochter und ich kann alles nachvollziehen. Auch der politische Bereich ist nicht auf Frauen ausgelegt. Zumindest arbeiten wir gerade schwer daran, dass es besser wird und dass auch die Vereinbarkeit für Familie eben und eben nicht nur die Frau, auch wenn sie in der Politik ist, dann alleine das alles zusammen hinkriegen muss. Auch ich habe einen Familienverbund, der sich um meine Tochter und kümmert und musste das auch organisieren. Deshalb, ich kann das sehr gut nachvollziehen und das ist auch so, es klingt immer so ein bisschen an, Politik und Gesellschaft. Politik ist Gesellschaft. Das ist das Spiegelbild der Gesellschaft und wir haben hier einfach in vielen gesellschaftlichen Bereichen ein großes Problem oder eine große Herausforderung, diese Themen zu adressieren und es mehr aus dem Blick der Familie, der Frauen, der Kinder. Also für mich ist auch immer die Frage, was ist das Beste für meine Tochter? Und deshalb, ich bin jetzt auf der Grünen Woche und sie ist nicht mit dabei, weil sie sich zu Hause einfach am wohlsten fühlt und dann ist die Mama zwar nicht da und das ist schwer, aber sie hat ihre gewohnte Umgebung, wenn sie hier mit dabei ist, ist immer alles. Berlin ist sowieso sehr beeindruckend, aber das ist für sie dann, da braucht sie dann Wochen, um das wieder zu verarbeiten. Noch, ich hoffe, es wird irgendwann mal anders. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, es ist auch ein Spagat, auch in anderen Bereichen und deshalb auch dieses, wir sind in einem Boot. Also es ist auch nicht so, dass es da keine Unterstützung gibt. Wir sind ja jetzt auch ein sehr junger deutscher Bundestag geworden und deshalb, also die Politik ist da gar nicht so weit weg, aber es braucht einfach, wir sind in einem Prozess drin und es braucht aber eben die Initiativen von denen, die es aus ihrer Sicht beschreiben können. Wir haben viele Beispiele heute schon gehört. Jeder kennt seine eigenen Beispiele. Es bringt auch nichts, wenn ich jetzt im Deutschen Bundestag sage, so und so machen wir das jetzt. Und das passt dann für alle Frauen, das passt dann für alle Familien, das passt für alle Betriebe. Das ist eben die Herausforderung, jetzt, dass wir das eben zusammen, und das ist eben auch das Tolle, dass wir das heute besprechen, und das Wichtige, dass wir das heute besprechen, und wir erhalten auch gleich wieder die Erleuchtung, dass es eben darum geht, zu diskutieren, wie kann es für möglichst viele passen oder was müssen wir konkret verändern. Weil das kann nur im Zusammenspiel passieren. Und ich bilde mir ein, dass das tatsächlich auch wir haben ja eine neue Regierung seit 1,5 Jahren, dass wir da auch sehr drauf schauen, dass es eben immer gemeinsam im Dialog passiert. Die konkrete Frage, was können wir machen? Wir haben ja schon ganz viel gemacht im Bereich Vereinbarkeit generell und eben was auch schon beschrieben wurde, was es auch von Seiten der Landwirtschaftsakteure gibt, weil das ist, finde ich, auch nochmal wichtig in der Diskussion. Die Herausforderungen, das Kind in die Betreuung zu geben, da haben wir schon
super viel erreicht, was früher überhaupt nicht da war. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Meine Tochter geht jetzt auch mit 2 Jahren ganz selbstverständlich in den Kindergarten. Ich komme aus Rheinland-Pfalz, wir zahlen nichts. Und das ist auch gut so. Also nicht, dass ich jetzt persönlich nichts bezahle, das wäre jetzt nicht das Problem, aber dass es einfach selbstverständlich ist, weil das ist eben auch was. Es ist selbstverständlich. Es ist nicht eine Leistung, die ich mir erkaufen muss, weil die Gesellschaft der Meinung ist, eigentlich soll das die Frau machen oder die Familie intern regeln, sondern es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, dass wir ermöglichen wollen, dass eben beide arbeiten oder speziell eben auch die Frauen die Chance bekommen, arbeiten zu gehen. Aber das ist ein langer Prozess. Wir haben in Rheinland-Pfalz sehr früh angefangen damit, das beitragsfrei zu stellen. Und deshalb ist es auch ab 2 so, dass in anderen Bundesländern einfach noch anders. Aber es ist der klare politische Wille. Elternzeit wurde angesprochen, Mutterschutz wurde angesprochen. Das sind alles keine Selbstverständlichkeiten. Also mein, um nicht zu lang zu werden und das auf den Punkt zu bringen, ist eben, dass wir in einem Boot sitzen und dass es aber vor allem darum geht, dass wir konkrete Gespräche führen, was wir besser machen können, wie wir es unterstützen können, weil wir nicht sagen wollen, so funktioniert auch die Familie. Das ist ja auch ein heißes Thema. Ich möchte als Politikerin nie sagen, die Familie funktioniert so und so, sondern dass es im Zusammenspiel die Lösungen gefunden werden. Wunderbar, aber ich höre... Ich höre raus, Sie sind sehr interessiert an den Hinweisen aus der Praxis. Ich habe ganz viel schon mitgeschrieben. Wunderbar. Ja. Gut. Seitenweise. Ja. Genau, wir sind ja auch noch nicht durch. Also, ich schaue mal gerade so ein bisschen in den Chat. Das kam gerade auf jeden Fall, was ich gelesen hatte, ein großer Dank an die Praktikerinnen hier in der Runde für die ehrliche und offenen Einblicke. Das wurde als sehr hilfreich empfunden im Chat. Genau, und es schockiert doch die ein oder andere da draußen, dass doch einige sagen, also ich würde es nach heutigem Wissen anders machen, hätte ich das nur gewusst. So. Aber umso besser, dass wir es hier thematisieren und vielleicht das eine oder andere ändern können dadurch. Dann noch eine Frage, die gebe ich mal in die Runde, ich weiß nicht, wer sie beantworten kann. Stimmt es, dass für eine schwangere Landwirtschaftsmeisterin kein Beschäftigungsverbot ausgesprochen werden darf? Ist das so? Weiß das jemand hier in dieser Runde? Ist ja die Frage, ob sie selbstständig oder angestellt ist. Ja. Ich würde denken, als Selbstständige ist die Frage jetzt gestellt. Was bringt mir als Selbstständiger ein Beschäftigungsverbot? Also das es gibt kein Beschäftigungsverbot, ja. Aber es gibt die Möglichkeiten, analog, die ich gerade genannt habe, innerhalb dieser Schutzfristen eben sich Hilfe zu holen über diese Betriebshilfemöglichkeit, zumindest in der landwirtschaftlichen Funktion. Oder wenn man halt dann eben schon früher krankgeschrieben wird, vor der gesetzlichen Schutzfrist, dann hat man auch den Betriebs- und Haushaltshilfeanspruch. Genau. Gut. Müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen nachschärfen im Nachgang. Gut, das war das aus dem Chat. Jetzt gucke ich mal hier in die Runde. Gibt es Fragestellungen, Anmerkungen an unsere Podiumsdamen hier vorne aus der Runde? Ja, bitteschön. Bitte aufs Mikrofon warten. Johanna Liesen aus dem Rheinland auch. Ich hätte eine Frage an die SVD. An die Versicherung sozusagen. Und zwar würde ich gern wissen, ob auch inwieweit Daten erhoben werden, inwieweit junge Frauen aus der Landwirtschaft oder vor- oder nachgelagerten Bereich dann auch es annehmen und überhaupt auf sie zukommen und sagen, ich brauche Betriebshilfe oder auch eine Haushaltshilfe. Kann man da einen Aufwärtstrend beobachten, dass da mehr Hilfe angenommen werden möchte? Oder werden überhaupt Daten zu erhoben? Das wollte ich gerne grundsätzlich mal wissen, ob es da eine Trendentwicklung positiv oder negativ gibt. Wunderbar. Also Frau Lex, bitteschön. Wir können tatsächlich nicht alles auswerten, aber ich hatte die Zahl ja vorher schon genannt. Das ist extra erfasst, wie viele Leistungen wir bei Schwangerschaft und Mutterschutz in dem Zusammenhang an Betriebs- und Haushaltshilfe erbringen. Und es sind eben diese 40.000 Einsatztage, die ich schon genannt habe. Und es ist auch ein erhebliches Finanzvolumen. Also das heißt natürlich, je mehr wir Betriebsunternehmerinnen haben, auch in der Zukunft haben werden. Frau Dirksen hat es ja angesprochen, es geht ja doch nach oben in der Hofnachfolge zumindest, was die Perspektive angeht. Und insofern würde dann dieses Volumen auch ansteigen. Also mit der praktischen Umsetzung, mit mehr Unternehmerinnen. Klar haben wir uns jetzt auch schon die Ehefrauen entsprechend in Anspruch, aber wir haben es ja gerade gehört, wenn man tatsächlich die nicht so aufteilen kann, dass die Frau doch mehr für den Haushalt zuständig ist und der Mann für draußen. Bei manchen Betrieben ist es, auch wenn die Stellung dazu fehlt, nicht so einfach zu trennen. Aber klar, wenn ich die klare Funktion habe, Betriebsunternehmerin und auch die Arbeiten draußen machen muss, werde ich es eher oder noch häufiger, nehme ich mal an, beantragen.
Aber die Frage war, ist es angestiegen? Also ich sage mal, kann man sagen, dass es in den letzten 10 Jahren schon sukzessive angestiegen ist und der Trend sich weiter fortsetzen wird? Die bei uns den Antrag stellen, nehmen meistens auch wirklich die volle Zeit, muss man sagen. Also insofern wird es schon sehr genutzt. Frau Mackensen-Geist. Vielleicht noch. Müssen aber auch melden. Also nur ganz kurz dazu zum Thema Daten, weil das einfach auch nochmal ganz wichtig ist, was ich jetzt natürlich vergessen habe, weil es irgendwie ja schon für alle klar ist, dass es diese Studie gibt. Aber das ist ja wirklich auch ein Meilenstein, den Sie da auch angestoßen haben als Landfrauen auch zusammen, aber eben auch mit der Politik, zu sagen, wir brauchen erstmal eine ordentliche Datengrundlage. Und das ist etwas, womit wir unbedingt arbeiten werden, kein müssen, sondern werden. Und das ganz wichtig ist, da auch noch mal zu schauen. Und ich muss persönlich auch sagen, ich war wirklich erschrocken. Gerade das Thema Alterssicherung hat mich da sehr beschäftigt, aber auch Gesundheitsschutz. Also das kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das sind einfach Sachen, da verstecken. Das ist eben dieses Familien Ding oder dieses, ich bin auch völlig naiv in meine Schwangerschaft gegangen und habe dann irgendwann einen Online-Geburtsvorbereitungskurs noch schnell gemacht, weil ich das auch nicht so richtig alles gemanagt bekommen habe neben dem Mandat. Also deshalb, das ist ganz wichtig, das auch zu thematisieren, aber wir müssen es einfach auch erheben. Das ist auch eine wichtige Frage tatsächlich. Ganz genau. Oh, jetzt habe ich hier noch mal zwei Wortmeldungen. Ich würde sagen, wir nehmen die Fragen direkt hintereinander und beantworten dann en bloc. Bitte schön. Beate Löbach-Neff aus dem Rheinland. Ich denke, was wir auch noch berücksichtigen müssen, es sind ja viele junge Frauen, die in die Betriebe einheiraten. Die kommen aus einem ganz anderen Umfeld. Also die sind nicht in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung aufgefangen. Und bei uns, die wir aus einem anderen Beruf kommen, gibt es keinen Betriebshelfer, obwohl wir vielleicht halb im Beruf und halb im Betrieb stecken. Und wir haben gar keine Möglichkeit. Also, ne? Also da gibt es das nicht. Das ist auch was, was einfach gedacht werden muss. Vielen Dank. Das nehmen wir mal so auf. Und bitte schön Ihre Fragestellung. Friederike Hagemann aus dem Landkreis Lüneburg. Und mein Wunsch oder Appell, Aufforderung an alle wäre auch, die ein bisschen weiter zu denken und die Männer mit ins Boot zu nehmen, die Maschinenringe zum Beispiel. Wir hatten die Situation, mein Mann wollte Elternzeit nehmen, gegen den Wunsch des Steuerberaters sogar. Wir hatten alles durch, aber wir haben schlicht und ergreifend keinen gefunden. Es gab keinen Betriebshelfer, der zum Melken gekommen wäre, um die Arbeit zu erledigen. Und daran ist es dann gescheitert. Und dass man das irgendwie auch bedenkt, dass die Frauen das machen müssen, aber der Gegenpart auch mitspielen muss oder da sein muss überhaupt. Ja, vielen Dank. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und Frau Abel hatte, glaube ich, noch. Bei uns war so ein bisschen das Problem bei der Betriebshilfe noch, dass wir ja eine Käserei betreiben und die ist da nicht mit drin. Das ist ja nicht der Landwirtschaft. Das heißt, bei den Stunden durfte ich dann immer nur landwirtschaftliche Tätigkeiten angeben, aber unsere Hauptarbeit ist tatsächlich eigentlich die Käserei. Gibt es da Überlegungen, diesen Verarbeitungsteil oder auch andere Sachen mit aufzunehmen in die SVLFG? Ja. Ja, da würde ich direkt mal Frau Lex bitten, anzufangen mit der Fragestellung zum Thema, nicht alles ist eingebunden und auch nicht alle haben Anspruch. Genau. Möchte ich gleich korrigieren, ich hatte es ja vorhin gesagt, es ist der Unternehmer, die Unternehmerin versichert, aber auch der Ehegatte, der Lebenspartner, das heißt, der Anspruch besteht. Wir unterscheiden nicht, es kommt jemand aus einer Arbeitnehmerstellung, wenn er dann natürlich im Betrieb ist und macht dort auch betriebliche Tätigkeit außerhalb des Haushalts, dann besteht sogar ein Anspruch auch auf Betriebshilfe und nicht nur auf Haushaltshilfe. Da also gerne nochmal auch sich entsprechend erkundigen. Das Thema eines Nebenunternehmens, eines gewerblichen Nebenunternehmens, das ist schwierig. Wir hatten tatsächlich auch, wir sind seit 2013 bundesweit organisiert, Sozialversicherung für Landschaft, Forst und Gartenbau, damit ich es einmal gesagt habe, weil das ist natürlich schwierig, damit auch jeder weiß, was dahinter steht. Und regional war es durchaus so, dass man gesagt hat, es dient ja dem Hauptunternehmen, der Landwirtschaft, also gewähren wir da auch Betriebs- und Haushaltshilfe. Es wurde dann aber nochmal, wir haben ja auch Prüfungen, Bundesrechnungshof prüft uns, nochmal geprüft und dann hat man gesagt, nee, so ist es ja nicht. Ihr dürft eigentlich nur das auch unterstützen, was tatsächlich Landwirtschaft ist. Und seitdem heißt auch, der Gesetzestext heißt auch so, also der Urproduktion, der Bodenbewirtschaftung dienend. Und seitdem dürfen wir das eben nicht mehr machen. Ist so, ja. Und
ist natürlich auch ein Stück weit erklärbar, wenn man gerade gehört hat, in anderen Unternehmerstellungen gibt es das gar nicht, dass man dann sagt, es kann jetzt nicht sein, dass der Nebenunternehmen hat, wird unterstützt, bekommt hier Betriebs- und Haushaltshilfe und der nur gewerblich tätig ist, der erhält nichts. Das ist dann auch schwer vermittelbar in der anderen Gruppe. Aber grundsätzlich kann ich es nachvollziehen. Ich hatte da auch ein Faible dafür. Frau Mackensen-Geist, sehen Sie da Handlungsmöglichkeiten? Das ist jetzt natürlich immer in so einem öffentlich übertragenen Forum immer gut, wenn man da... Nein, also das müssen wir prüfen. Das ist, es ist ja aber eben klar schon geworden, dass es ein Bereich ist. Und ich habe ja schon angesprochen, wir sind in einem Prozess. Wir haben vieles auf den Weg gebracht und wir haben einen besonderen Fokus bei der Landwirtschaft. Aber wir haben ja generell die Herausforderung, als Frauen zu schauen oder als Betriebsleiterin, als Selbstständige zu schauen, wie geht es weiter und das ist auch in der Diskussion. Okay. Ich bin keine reine Sozialpolitikerin, deshalb kann ich, werde ich das, muss ich den beliebten Satz oder unbeliebten Satz, ich nehme das mit, bringen, aber nein, also es ist in der Diskussion auf jeden Wunderbar. Fall. Wunderbar. Die Frage oder die Anmerkung eben, wir müssen die Männer ins Boot holen, würde ich gerne nochmal hier in die Runde stellen. Ja, ich könnte auf jeden Fall ergänzen, wie das aussieht für alle Betroffene, die nicht im landwirtschaftlichen Bereich sind. Das Ding ist, dass Beratungsmöglichkeiten sehr rar sind und selbst wenn man sie in Anspruch nimmt, dann sind sie nicht darauf ausgelegt, sowas zu beraten. Also die haben ich habe mich beraten bei der Betriebsgründung, ich habe mich informiert. Ich habe auch noch mal eine Beratung in Anspruch genommen von der Handwerkskammer und die hatten keine Ahnung, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und es gibt aber Möglichkeiten und zwar ist es eine, die private Krankentagegeldversicherung, die muss aber schon 8 Monate vor dem Schadensfall abgeschlossen sein. Also vor Inanspruchnahme. Also vor Geburt? Naja, ich hatte zum Beispiel über Emesis und ich bin sofort ausgefallen, als ich es wusste. Und das heißt, ich hätte dann 8 Monate vor dem Eintreten einer Schwangerschaft hätte ich mich absichern müssen. Das Ding ist, die ist sehr teuer. Das heißt, im Prinzip versichern wir Frauen uns dann gegenseitig. Es wird nicht solidarisch mit auf die Männer umgelegt, was ich nicht fair finde. Und es ist so, dass man mit Vorerkrankungen da auch sehr schlecht reinkommt. So. Und selbst wenn man schwangerschaftsbedingte Vorerkrankungen hat und sich für die nächste Schwangerschaft, wenn man es jetzt weiß, da gerne versichern möchte und dann hat man leider ein Problem, fällt das raus. So, und das andere sind gesetzliche Krankentagegeldversicherungen, die man zusätzlich abschließen kann, die aber nur greifen, wenn man im Vorjahr wirklich ein gutes wirtschaftliches Vorjahr hat. Das heißt, der Rat ist eigentlich, gut verdient zu haben und dann im nächsten Jahr schwanger zu werden und das Kind zu bekommen. Eieieiei. Familie genau planen. Mara Weiß vielleicht noch zum Thema Einbindung, Maschinenringe, um Betriebshelfer auch zu bekommen auf der Seite. Das war ja auch eine Anmerkung hier. Wie kriegen wir die Männer ins Boot? Ich glaube, das sind jetzt aber zwei verschiedene Punkte. Das eine Seite ist natürlich, ich rufe bei der SVLFG an, und dann ist ja an denen zu gucken, haben sie eine eigenangestellte Betriebshilfe oder ist da gerade niemand verfügbar und sie greifen auf jemanden vom Maschinenring zurück. Mir als Unternehmerin ist das ja, ich habe ja keine Wahl und wenn die Person gut ist, ist mir ja auch vollkommen egal, wo die herkommt. Dieses Thema, wie binden wir die Männer ein, ist ja einfach ein Punkt, der für mich nicht ganz so in dem betrieblichen Alltag ist, sondern einfach auch die Care-Arbeit, um die es geht. Wir hatten es vorhin, wurde es dargestellt, klar, stillen können nur die Frauen, aber alles andere, kochen, Wäsche waschen, Arzttermine mit dem Kind wahrnehmen und auch wirklich dann der Mutter mal freie Zeit, Me-Time zu verschaffen. Und da geht es nicht darum, dass man in Ruhe duschen gehen kann, sondern ich fand es im letzten Mal wirklich total... Aber das ist schon schön, mich eine halbe Stunde beim Bäcker ins Café zu sitzen, Kaffee und Kuchen zu mir zu nehmen und einfach wusste, meine Mutter guckt nach der Helena, ich kann es hier einfach mal sein. Das ist das, wo wir die Männer noch viel, viel mehr sensibilisieren müssen, weil ich glaube, die nehmen das einfach gar nicht wahr. Mhm. Also. Und aber dann einfach auch klar machen, das, was wir arbeiten, also ich arbeite sehr gern. Und wenn dann mein Mann zu mir sagt, ja, ich kann dir da helfen im Weinkeller, ich kenne mich da ja auch aus, ich mache das, sage ich, nee, ich will das schon selber machen. Da dann einfach auch zu sagen, nee, du gehst jetzt mit dem Kind, was weiß ich, lauf 5-mal am Block, beschäftig sie einfach und lasst mich in Ruhe arbeiten. Das ist schon, Zustimmung, da muss man sich schon aktiv
dafür einsetzen und es einfordern. Und ich habe mir hier auch aufgeschrieben, es ist total unsexy, so eine Familie zu planen. Weil das war jetzt ja gerade ein Beispiel mit dieser Krankentagegeldversicherung. Noch lang, 18 Monate, bevor das Kind überhaupt auf die Welt kommt, muss man ja schon überlegen, welches Einkommen habe ich gerade? Wie sieht mein Jahresabschluss aus? Wer kann, welche Elterngeldberechnungsgrundlage? Das ist für Selbstständige ein Graus. Ich vertraue das sehr auf meinen Steuerberater. Er hat das für mich sehr gut gemacht, aber ich habe mich da unglaublich eingelesen. So muss man das einfach miteinander planen. Man muss sämtliche Eventualitäten durchgehen. Und mein Mann hat es nicht immer ganz leicht mit mir, aber ich stehe da auch sehr stark dafür ein, dass einfach das, was ich gern gemacht habe, dass ich das weitermachen kann. Und neben der Arbeit natürlich auch das Ehrenamt, weil das Leben besteht ja nicht nur aus Arbeit. Ja, unbedingt. Wir haben jetzt so ein bisschen schon die Überleitung gehabt zur zweiten Fragerunde, die unter dem Aspekt familiäre Aspekte und die Rolle der Frauen selbst gestellt ist. Weil wir haben ja durchaus auch durch die Studie Frauen in der Landwirtschaft sehr stark auch nochmal herausgearbeitet bekommen, dass ja dieses Bild vom Familienbetrieb, wer ist eigentlich der Familienbetrieb? Reden wir immer über den Betriebsleiter und nicht über die Betriebsleiterin. Wenige Hofnachfolgerinnen, eine sehr traditionelle Vererbungspraxis an vielen Stellen ist sehr deutlich geworden, aber eben auch eine Retraditionalisierung von landwirtschaftlich gut ausgebildeten Frauen bei Einheirat und eine Leitungsrolle immer noch wie selbstverständlich dem Mann zugeordnet. Mara Walz, wie wurde diese Frage bei Ihnen in der Familie, im Betrieb bearbeitet? Sind Sie da gemeinschaftlich rangegangen, haben gesagt, da müssen wir uns mal zusammensetzen oder war das gar keine Frage, weil Sie standen einfach bereit und das war klar von Anfang an? Also mein Papa hat 3 Töchter. Diese Variante, kann das nicht dein Bruder machen, die standen bei uns nie zur Diskussion. Als Älteste von diesen 3 Kindern fand ich das als Kind während der Schule so, ja, überhaupt nicht cool, wenn ich dann halt mal helfen musste in den Ferien mit den Weinberg musste und so. Und habe mich dann erst nach dem Abi kurz für einen betriebswirtschaftlichen Studiengang entschieden, dann aber doch gemerkt, ich will in die Praxis, ich will mit meinen Händen was schaffen und abends gesehen, was ich getan habe. Bei mir kam dann ja noch diese Weinkönigin-Zeit dazu. Und eigentlich war es dann erst im Frühjahr 2020, als Corona kam, dann alles plötzlich daheim am Schreibtisch stattfand und ich ja gar nicht mehr so viel unterwegs war mit der Landjugend. Das fand ja alles da an meinem kleinen Schreibtischreich statt. Aber wir kennen es alle. Ja. Kann aber auch sehr viele davon bleiben. Und da hat für mich eigentlich angefangen, dass ich wirklich den kompletten Betriebsalltag so richtig mitbekommen habe und wir dann auch zum 1.7.2020 die GbR gemacht haben. Ich habe für mich persönlich gar nicht so einen krassen Cut gespürt. Meine Mutter meinte dann aber schon mal nach so einem halben Jahr zu mir, sie hat schon das Gefühl, ich habe ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein. Es wird mir von meinen Eltern auch bis heute immer noch offen gestellt, ob ich den Hof übernehme. Weil neben diesen ganzen Herausforderungen, die wir haben mit Familie, haben wir auch noch politische Rahmenbedingungen, die auch gerade für uns im Weinbau mit Pflanzenschutz echt herausfordernd sind und man ganz viel überlegen muss, wie kann man den Betrieb entwickeln, das habe ich gerade eben schon gesagt. Aber ich merke für mich selber immer mehr, das Unternehmerinnentum, Unabhängigkeit, meine Ideen umsetzen, das ist mein Ding. Und ich bin eigentlich echt guter Dinge, dass ich den Betrieb so gestalten kann, wie er zu mir passt und auch zu meiner Familie. Und dann gibt es einfach das Weingut, so wie ich es mir vorstelle. Es ist anders als davor, aber wenn ich gut damit bin, wird alles gut. Vielen Dank, ja. Frau Mackensen-Geist, die Frage eben der Rollenveränderung, Sensibilisierung, Aufbrechen geschlechtsspezifischer Arbeitsbereiche in landwirtschaftlichen Familien. Sie haben ja auch gesagt, Sie haben die Studie sehr genau gelesen. Was sehen Sie, welchen Beitrag kann Politik leisten, beitragen, um diesem Ziel, dem Aufbrechen näher zu kommen? Sie haben ja eben auch ganz klar gesagt, Politik und Gesellschaft ist eigentlich gehört zusammen, aber trotzdem nochmal der Versuch, wo sehen Sie da Möglichkeiten? Ja, eben diese Entwicklung zu unterstützen, eben keine Hürden noch in den Weg zu legen. Also ich habe es ja vorher schon mal angedeutet, Familie ist halt ein sehr sensibler Bereich und wir haben schon viele Diskussionen geführt auf politischer Ebene, aber generell in der Gesellschaft und wir haben vorher auch schon Beispiele gehört, wie dann die Nachbarn schauen. Ich kann es aus persönlicher Anschauung sagen, mein Mann ist der Einzige,
Familie, der die Tochter jeden Tag in den Kindergarten bringt. Ansonsten sind es nur die Mütter. Und das sind einfach, das ist dann auch schwer. Mein Mann ist da schmerzbefreit, aber ich kann mir eben vorstellen, dass das für andere dann schon eine große Hürde ist. Und vielleicht ist man dann in seinem Mikrokosmos bereit dazu, aber hat dann eben die Herausforderung, das dann auch nach außen zu tragen und dann eben auch stark zu bleiben, wenn es dann halt irgendwie getuschelt wird oder dann halt auch die anderen Männer eben in ihren klassischen, ich meine, das können Frauen auch, aber in dem Fall dann eben in die klassische Rolle reingehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man diese Angebote schafft, dass man eben sagt, wie ich es vorher auch schon betont habe, es ist gesellschaftlich die Norm, dass Kinder in den Kindergarten gehen. Etwas, was tatsächlich vor noch nicht allzu langer Zeit noch sehr heftig diskutiert wurde in Deutschland. Stichwort Herdprämie. Also es ist schon auch etwas, was wir meiner Meinung nach schon jetzt stark auch unterstützt haben und eben auch klar deutlich gemacht haben, dass wir wollen, dass Frauen arbeiten und dass es eben gleichberechtigt verteilt wird. Also ich habe mir aufgeschrieben, es braucht Vorbilder. Es ist auch um bei meinem Beispiel zu bleiben, ich habe es vorher auch schon angedeutet, der Bundestag war eigentlich früher, es gab zwar ein paar Frauen, aber das war eher die Ausnahme. Es braucht eben auch die Frauen, die es zeigen, dass es geht und die dann eben, ja, Penetranz schafft Akzeptanz. Das ist auch so ein Spruch, der für mich irgendwie auch handlungsanleitend tatsächlich ist, weil obwohl es schon besser geworden ist, ist immer noch nicht normal, dass wir da schon jetzt auch durch müssen und dass wir aber dann wissen, wenn wir es erkämpfen und wenn die landwirtschaftlichen Betriebe, die von Frauen geleitet werden oder eben auch die Familien das erkämpfen, dass es für andere leichter wird. Das ist eben nicht, dass wir jetzt sagen können, die eine Entscheidung ist das, was es macht, sondern wir müssen da jetzt durch und das dann auch unterstützen und auch akzeptieren, wenn es mal nicht klappt. Also ich glaube, das wird, vorher wurde gesagt, wir können andere Menschen nur schwer ändern. Das ist dann so. Das wird auch dazu gehören, dass es dann mal nicht funktioniert. Aber ich glaube, wenn wir diesen Weg, den wir eingeschlagen haben und wenn wir die Grundlagen haben und wenn wir das als Politik auch unterstützen, dann geht es in die richtige Richtung und da ist schon viel in Bewegung. Genau, und ich sag mal, der Ausschuss hat sich ja auch schon mit der Studie beschäftigt, genau, mit den Ergebnissen. Also insofern, man kann schon viel wissen, was jetzt so an Problemen auch da auf dem Tisch liegt. Frau Lex, bei der SVLFG im Hinblick auf Geschlechterrollen in der Landwirtschaft, haben Sie das Gefühl, Sie können da auch ein bisschen mitgestalten, dass sich Rollenbilder, also Frauen, auch sichtbar machen? Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, dass Sie da was verändern können mit? Also klassisch setzt die SVLFG natürlich beim Familienunternehmen an. Ich hatte das ja auch vorhin gesagt, die Frau nimmt immer eine wichtige Rolle ein, auch jetzt schon. Wir erleben das, wenn wir diese Seminare anbieten, dann kommen sehr oft Ehepaare, also meistens Ehepaare, also auch wenn die Frau keine Unternehmerstellung hat, weil sie halt doch die Buchführung macht, weil sie einfach ein wesentlicher Teil an Arbeit zu Hause, auch bedeutende Arbeit wahrnimmt. Und auch insofern denke ich, von den Männern auch entsprechend gewertet und gesehen wird. Aber es werden oft Fehler gemacht bei der Frage, gerade Alterssicherung ist ja kurz angesprochen worden, dann sagt man, man meldet ein Gewerbe an, das hat dann die Frau überlegt, aber nicht, dass man dann vielleicht aus der Familienversicherung rausfällt in der Krankenkasse, was dann wieder negativ ist, oder man lässt sich befreien bei der Alterskasse mit irgendeinem Minijob, wo man nicht mal die Rentenversicherungspflicht dann abschließt und ist dann aber raus und hat keinen Betriebs- und Haushaltshilfeanspruch und hat nicht mal diese Grundsicherung, die ja die Alterskasse anbietet. Also das sind dann so Dinge, wo ich sage, da dann lieber gut beraten, auch bei der Eheschließung, und dann tatsächlich sagen, was ist der Status oder wie kann ich mich dann anderweitig absichern, das einfach nochmal klären. Und ganz aktuell ist es ja so, dass wir in diesem Jahr Sozialwahlen haben. Also unser oberstes Organ, die Vertreterversammlung, wird sich ja im Herbst neu zusammensetzen und da bekommen wir im Vorfeld die entsprechenden Listen vorgelegt und da ist auch schon sehr darauf geachtet worden, dass die paritätisch besetzt werden. Das heißt, der Frauenanteil entsprechend da ist und dass ich auch davon ausgehe, dass wir deutlich weiblicher besetzt sein werden. Wobei ich tatsächlich zur Ehrenrettung der Männer sagen muss, ich hatte vorher die Satzungsleistungen erwähnt, da hat man sich schon auch drum gekümmert, aber ich bin ja auch Frau, persönlich muss ich sagen, ist oft Männer Zahlen, Beitrag oder solche Themen interessierter als jetzt vielleicht, wie soll Betriebs- und Haushaltshilfe ausschauen oder auch Pflege, ganz wichtiges Thema. Mhm. Am Anfang, als ich angefangen habe, auch alleinerziehend, berufstätig, Kind, Doppelrollen sind immer sehr schwierig, grundsätzlich. Jetzt stehe ich in einer Lebensphase, wo dann die Pflege
Eltern dazukommt. Und ich kann Ihnen sagen, das ist auch nochmal eine deutliche Herausforderung. Und es sind halt immer diese Doppelrollen, die für Frauen schwierig sind. Und da müssen Lösungen gefunden werden. Das würden wir gerne unterstützen. Und wir haben ja auch nochmal ein Symposium im Mai, also die SVLFG, Sozialversicherung, Landschaft, Forst und Gartenbau, wo wir das Thema auch nochmal aufgreifen wollen. Wir haben jetzt auch nochmal dieses Thema Schwangerschaft, Mutterschutz aufgegriffen in unserer Öffentlichkeitsarbeit und wollen auch die Alterssicherung nochmal aufgreifen und gerne auch eben zusammenarbeiten, Landwirtschaftskammern, Bauernverbände, Landfrauen vor allem aufbauen auf der Studie, was man da noch machen kann und uns gemeinsam da weiterentwickeln. Da bin ich sehr dankbar dafür. Wunderbar, das klingt hervorragend. Ich gucke jetzt gerade mal, hier wird wieder Dinge auf dem Chat eingeblendet. Ein Dank an Mara Walz an der Stelle aus dem Chat für ihre klaren Statements. Dann gibt es noch den Kommentar, altes Thema, immer noch hochbrisant, immer noch der gleiche Kampf. Und wichtiger Hinweis, Frauen wählen zum Thema Sozialversicherung und Sozialwahlen und dass wir mehr Frauen für die Interessen der Frauen auch in der Vertretung haben. Das, denke ich, ist ein super Hinweis. Vielen Dank. Dann kommt noch, Studie wird als wichtiger Schritt wahrgenommen, um das Thema zu lancieren. Landfrauen müssen laut sein in den Vertreterversammlungen und überall. Wunderbar. Gut, dann gucke ich mal, gibt es jetzt hier noch eine Frage? Ja, sofort. Also, ich würde jetzt noch zwei Fragen zulassen, die hintereinander und dann gibt's Jan möchte auch. Ein Mann möchte. Ein Mann. Wunderbar, dann nehmen wir die auch noch mit dazu. Aber bitte kurz fassen, weil wir schon ein bisschen vorangeschritten sind. Danke. Ja, Eva-Maria aus dem Lieven aus dem Rheinland nochmal. Ist eigentlich weniger eine Frage als ein Statement. Wir drehen uns ja immer wieder um die Vereinbarkeit, die Frauen herbeiführen sollen. Frauen müssen sich kümmern um die Kinder, die müssen ein Netzwerk haben, die müssen betreuen lassen, die müssen ihr Erwerbsleben anpassen an die Familie, an die Phase, wo Kinder da sind. Und ich denke, wir müssen einen Schritt weitergehen und wir schaffen es nicht ohne die Männer. Die Männer sind eben die Väter und wir brauchen Väter, die sich entsprechend einbringen und wir brauchen Väter, die ihr Erwerbsleben auch an diese Kinderphase anpassen. Wir brauchen Arbeitgeber, die es Vätern ermöglichen. Genau. Wir brauchen die Steuerklasse 5 gestrichen und wir brauchen eine andere Anreizsetzung beim Elterngeld, damit Väter sich, abgesehen vom Stillen, zu 50-50 in der Kinderphase einbringen können. Vielen Dank. Hier vorne war auch noch eine Frage, ein Statement, bevor es dann zu Jan Hegerling geht. Das Thema Sozialwahn liegt mir sehr am Herzen. Ich finde es schön, dass es hier einmal noch entsprechend benannt worden ist. Es sind ja nicht nur die Vertreterversammlungen zur SVLFG, sondern auch die gesetzlichen Versicherungen. Und da sind ja nun Frauen genauso versichert. Und ich muss einfach appellieren. Bitte achtet darauf, dass eben auch in den Vertreterversammlungen die Frauen entsprechend repräsentiert sind. Wir sind für manche Themen, die uns direkt betreffen, eben einfach sensibler. Ja, vielen Dank. Jan Hegerling. Jan Hegerling, Bund der Deutschen Landjugend. Ich wollte mich einmal ganz herzlich bedanken, denn ich habe heute ja das Glück, als Mann hier beizuwohnen und komme langsam auch in ein Alter, wo mich das dann auch interessiert, wie das funktioniert mit Familie und Kindern. Und meine Frage ist, wie schaffen wir das denn, dass diese Themen der Landfrauen und genau dieses Thema auch noch die Männer zu Hause erreicht? Denn ich glaube, das hätten heute noch viel mehr Männer auch hören müssen. Und deswegen ganz herzlichen Dank, dass ich das heute mitbekommen habe. Ja, wunderbar. Und ich denke mal, wenn der Bundesvorsitzende der Landjugend das allein in die Landjugend mit 100.000 reinträgt, da sind ja pari pari mindestens schon mal 50.000 junge Männer erreicht. Ist ja auch schon mal wunderbar. Aber ich gebe die Frage gerne in die Runde, auch vielleicht zu den Anmerkungen, die gekommen sind, zu den Appellen. Wer möchte? Bitte schön. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieses Thema Männer informieren auf jeden Fall in der Landwirtschaft über Berufs- und Fachschulen noch mehr transportiert werden sollte. Also ich habe ja Weinbau und Önologie studiert, ein Bachelorstudium. Da war dieses ganze Thema selbstständiges Unternehmertum in der Landwirtschaft überhaupt kein Thema. Wir hatten einen Dozenten, der hat da immer mal wieder drüber informiert, aber da sollte sowas schon mal angeteasert werden oder eben auch bei den Azubis. Ich weiß, man will immer alles in die Schulen bringen. Jede Branche möchte ja irgendwie bei den Grundschulen schon anfangen, aber gerade mit unserem eigenen Sozialsystem, das können wir einfach über die Schulen in diversen Formen sehr gut kommunizieren und auch bei den Studiengängen. Und dann bitte nicht als optionale Wahlveranstaltung, sondern ich glaube, man muss es wirklich ganz unsexy als Pflicht mit Prüfung machen, weil nur so müssen lernen es manche.
Ja, wäre das eine Option? Was sagen Sie, Frau Röhr? Ab in die Hochschulen und das Thema auf die Agenda setzen. Ja, nicht nur in die Hochschulen, in die Berufsschulen ja genauso. Hm. Und es darf auch nicht sein, dass es quasi ein Privileg ist, die Rollen so zu verteilen. Ne? Also das ist dann quasi, ne, wir können uns das leisten, dass mein Mann die Elternzeit nimmt, aber andere können das vielleicht nicht. Also ne, ich kann es mir jetzt in meinem Fall nicht leisten, in Elternzeit zu gehen, weil ich eben einen Betrieb habe, der sehr viel kostet. Und mir die Schwangerschaft quasi den Berechnungszeitraum verhagelt hat, sodass ich nur ganz, ganz wenig Elterngeld bekommen würde. Also bei uns geht es nicht anders. Aber für viele ist es ja auch eine Privilegienfrage, ob sie die Rollen umkehren. Und das darf eigentlich auch nicht sein. Deswegen war der Hinweis mit den Steuerklassen aber wichtig und auch mit den Anreizen. So. Und ich wollte auch noch was zu den Kita-Plätzen sagen. Wir haben eine Anwältin mit im Boot und die erzählt immer ganz selbstbewusst, dass sie Kita-Plätze sehr gut einklagen kann. Also ich nur als kleinen Gedankenanreiz für später. Genau. Ja. Frau Markensen-Geis, wie sehen Sie das? Ich war jetzt kurz abgelenkt, ehrlich gesagt, von dem Einklagen. Können Sie doch mal die Frage wiederholen? Die Frage der Vereinbarkeit und wie wir die Männer auch mehr ins Boot holen, um auf solche Themen auch frühzeitig zu informieren und sensibilisieren. Jetzt ist Bildung natürlich Ländersache und der Föderalismus hat da so seine eigenen Hürden, aber wie schätzen Sie das ein? Das fehlt doch eigentlich noch, oder? Ja, auch da wieder dieses generelle, also ich bin voll dabei, dass es eben auch in den speziellen Bereichen noch viel mehr stattfinden muss, weil es ist ja auch wieder was, das muss ja nicht nur konkret auf dieses Thema, es ist ja generell die Frage, dass man, dass die Versicherungsleistungen des unaussprechlichen Versicherungsleisters glaube ich, noch viel mehr enthält als nur diese Fragen und dass es sich, glaube ich, schon lohnt, da drüber nachzudenken, aber dass wir es ja auch bei den IHKs, dass es generell um den Gesundheitsschutz ja auch geht und aber dass das ein wichtiges Thema ist, was überall mit reinkommen sollte und natürlich, wie jetzt genau diese Thematik, wie man da sensibilisiert werden kann noch mehr und dass auch die Männer noch mehr mitbekommen, das ist natürlich immer eine gute Frage. Aber auch da wieder der Spruch, es braucht Vorbilder, es braucht Foren. Ich finde es schon unglaublich richtig, das heute so zu machen, auch mit der Zusammenstellung des Podiums und das einfach reinzutragen und dann aber natürlich auch in Ihrem Fall den Bauernverband in die Richtung vielleicht auch nochmal zu bringen. Wobei ich habe gehört, gestern beim Empfang war die Studie tatsächlich auch das Erste, was angesprochen wurde bei der Begrüßung. Das ist doch schon mal ein Zeichen. Also das ist doch jetzt, also auch da, natürlich will ich das jetzt nicht schönreden, aber ich glaube, da tut sich was und das muss weitergehen und sie müssen laut bleiben und die Landfrauen haben da einen ganz wichtigen Punkt, gerade im landwirtschaftlichen Bereich, weil sie ja auch so toll überall vertreten sind und vor Ort sind und ich habe nämlich auch bald noch eine andere Veranstaltung in Baden-Württemberg, bin da eingeladen, also darüber muss es gehen. Die Frauen sind da, glaube ich, schon die treibenden Kräfte und dann braucht man eine Datengrundlage und dann kann man da auch mit den Männern drüber diskutieren. Wunderbar. Ich gucke jetzt gerade noch mal einen Kommentar aus dem Chat, den ich unbedingt gerne noch mal vorlesen wollen. Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen, sie bekommen nichts. Und dieser schlaue Satz ist von Simone de Beauvoir. Wunderbar. Danke für diesen Kommentar auch aus dem Chat. Ich würde jetzt zu einer sehr, sehr flotten, kurzen Abschlussrunde noch mal aufrufen wollen. Und zwar würde ich Sie gerne bitten, einzuschätzen, wer ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, um Betriebsleiterinnen in Vereinbarkeitsfragen zu unterstützen? Die Frauen selbst, die Familie, die SVLFG, die Politik, die Beratung, die Maschinenringe, wer auch immer. Wer ist es aus Ihrer Sicht? Wer mag anfangen? Mara Witt? Ich kann gerne mal anfangen. Also für mich ist eigentlich der wichtigste Partner der eigene Partner, weil man bekommt zusammen ein Kind. Es ist nicht mein Kind, es ist unser Kind. Wir müssen für uns, jetzt in dem Fall zu zweit, ausmachen, wie managen wir es. Und dann im nächsten Schritt wird die weitere Familie ins Boot geholt, dann bei uns eben die SVLFG oder andere Unterstützer. Aber wenn wir zwei uns einig sind, sind wir ein starkes Team und können dann auch unsere Vorstellung von Elternschaft leben, egal was die anderen sagen, aber so, dass wir damit zufrieden sind. Vielen Dank für das Statement, Frau Röhl. Also ich habe klare Erwartungen an die Politik, muss ich ehrlich sagen. Ich finde nicht, dass es quasi nur auf der Grundlage einer kleinen Familie lasten darf. Diese Frage der Vereinbarkeit, weil wenn mein Mann und ich vertauschte Rollen hätten, hätten wir überhaupt gar kein Problem. Es wäre alles super fluffig und genau, und das ist es nun mal nicht. Also ich finde, das ist eine politische Frage, es ist eine Gleichstellungsfrage und da muss was passieren. Also ich finde, die Parteien, die jetzt gerade so ein bisschen am Zug sind, sind auch die, die sich da nicht rausreden können, wirklich auch was zu ändern in den nächsten
2 Jahren jetzt, würde ich jetzt mal sagen, die würde ich dir noch geben wollen. Danke. Ja. Frau Markens und Geist, bitteschön. Was denken Sie? Wer ist der wichtigste Ansprechpartner? Also persönliche Antwort ist tatsächlich das Netzwerk, zu sagen, ich brauche andere Menschen, die Ähnliches erleben, in der gleichen Situation sind oder in einer ähnlichen Situation sind, um einfach zu merken, man ist nicht alleine. Also dieser Austausch, das festzustellen und dann auch zu überlegen, was passt für mich, was passt für mich nicht. Aber einfach so dieses, oh Gott, man ist alleine, das ist ja auch in der Schwangerschaft so. Also irgendwie ist man dann doch immer unvorbereitet, auch wenn man ganz viel liest, was ich auch versucht habe. Das ist der eine Punkt, aber natürlich ist es so, dass es die Informationen auch braucht. Also dass man natürlich den Austausch mit den anderen hat, aber dass man auch eine Grundlage braucht, was steht mir eigentlich zu? Weil die Erfahrung ist halt leider, Politik macht schon viel. Es gibt auch viele Angebote, aber die wenigsten wissen davon. Das ist ein generelles, auch sozialpolitisches Problem. Wir haben so viele Unterstützungsmöglichkeiten und man weiß es nicht, man muss es beantragen, dann ist es auch sehr bürokratisch. Also das ist auch was ich auf jeden Fall vielleicht am Ende auch noch als ganz klaren Auftrag mir schon immer gegeben habe, dass wir schauen müssen, dass nicht die Leute irgendwie sich durcharbeiten und dann vielleicht mit viel Glück bei der richtigen Information oder beim richtigen Antrag ankommen, sondern dass es eine Dienstleistung ist von Seiten der Politik, / Verwaltung, auf allen Ebenen, den Menschen diese Sachen näher zu bringen. Und ein ganz konkretes Beispiel, wir hatten ja jetzt viele Unterstützungsleistungen, die wir versucht haben, den Leuten direkt zukommen zu lassen und hatten das tatsächlich im Koalitionsvertrag schon mit der Steueridentifikationsnummer. Weil wenn dieses Baby auf der Welt ist, ist ja das Erste, wonach man die Uhr stellen kann, dass man den Brief bekommt mit der Steueridentifikationsnummer. Nämlich nicht nur Steuerberater, sondern auch das ist in Deutschland das Allerwichtigste. Deshalb hat es auch jeder und man sollte ihn auch nicht wegschmeißen, das ist sehr wichtig. Und das ist aber die Chance und das haben wir auch umgesetzt noch vor Weihnachten. Es war halt zu spät für diese ganze Entlastungsmaßnahmen, dass wir über die Steueridentifikationsnummer Sachen direkt auszahlen können. Also das ist auch wirklich was ganz Konkretes, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil es so einfach ist und aber jetzt sehr lange gedauert hat, das umzusetzen. Wunderbar. Ja, die Steuer-ID. Ich erinnere mich auch, mein Sohn hat die auch bekommen und als er seinen ersten Job jetzt, Minijob gemacht hat als 17-Jähriger, musste ich den erstmal suchen. Ja. War die abgelegt. Ja, wunderbar. So, Frau Lex, auch an Sie nochmal die Frage. Ja. Wo sehen Sie die Hauptverantwortung? Für mich ist einfach ganz wichtig, dass eine Klärung stattfindet. Also ob wer welche Rolle übernimmt, was man letztendlich für Auffanghilfen hat oder verlässt man sich auf etwas, wo man sagt, das ist sehr schwach, die Basis, sich dann eben informieren, zu beraten und einfach das Problem nicht wegschiebt, sondern das wirklich im Vorfeld versucht zu klären und dann bewusst eine Entscheidung treffen und die dann auch eben hält und diese Verbindlichkeit dann zum Beispiel auch vom Partner vorher einfordern. Das wäre für mich einfach eine wichtige Sache. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank an diese Runde. Vielen herzlichen Dank auch für Ihre Beiträge hier im Hotel Kudamm 101, aber auch natürlich an diese unglaublich gute Beteiligung im Chat. Vielen, vielen Dank. Sehr wertvoll gewesen. Ja, ich darf Sie hier vorne jetzt verabschieden. Sie bekommen natürlich gleich von mir auch noch jeweils eine Tasche überreicht, selbstverständlich. Vielleicht nur kurze Hinweise noch. Die hier sind in Berlin und noch auf die Messe gehen wollen, es gibt nachher im Ausgang noch Tickets. Frau Ebert wird dort stehen, wenn Sie noch dorthin gehen wollen. Und ansonsten darf ich jetzt sehr herzlich überleiten, nämlich an das Schluss, an Frau Fees, Juliane Fees, unsere erste Vizepräsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes, die noch mal ein bisschen zusammenfassend zurückgucken wird, was haben wir heute alles angerissen, erreicht und thematisiert. Liebe Juliane Fees, du darfst gerne nach vorne kommen. Danke Ihnen allen. Ja, werte Ehrengäste und Referentinnen, sehr geehrte Teilnehmer und liebe Teilnehmer des heutigen Bäuerinnenforums, liebe Landfrauen, spannende 2 Stunden gehen zu Ende. Und was soll ich sagen? Es war kurzweilig, es war inspirierend, es war aber auch ernst und auch aufwühlend. Und das wichtige Zitat von Michael Gorbatschow bewahrheitet sich immer wieder.
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Daher früh genug aktiv werden und Lösungen finden. Die Studie zu Frauen in der Landwirtschaft hat uns diese Fakten schon auf den Tisch gelegt. Und die heutige Diskussion hat dies untermauert. Selbstständigkeit und Schwangerschaft sind für junge Frauen in der Landwirtschaft und im Unternehmertum, wie auch in vielen anderen Branchen, oft schwer vereinbar. Und unter Umständen gefährdet die Schwangerschaft den Betrieb. Ich muss mal hier kurz umdrehen, jetzt klappt es besser, Entschuldigung, genau. Viele Frauen haben einen Wunsch, Betrieb und Kinder unter einen Hut zu bringen. Und wenn dann spätestens das erste Kind da ist, ziehen sie auf einmal ihre unternehmerische Tätigkeit zurück. Und das ist schade. Was haben wir heute gelernt? Es ist notwendig, frühzeitig mit der Planung dieser Zeit zu beginnen. So dies denn möglich ist. Bei Schwangerschaft nicht immer ganz einfach. Hier auch die unterschiedlichen Beratungsangebote der Träger nutzen. Wie wir gehört haben, es gibt viel im Angebot, leider fehlt jedoch oft das Wissen dazu. Und das sollten wir uns auch an die eigene Nase fassen. Es gibt nicht immer nur eine Bringschuld, sondern es gibt auch eine Hohlschuld, die wir als Unternehmerinnen auch haben. Das bedeutet Unternehmerinnentum. Reden wir noch kurz über die Männer und über die Partner und über die Familien. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort. Um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Soll heißen, ein Kind großzuziehen, ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Daher Kinderbetreuung fair und professionell verteilen und dies auch einfordern, liebe Mütter. Weiter wichtig, eigene Ausfallzeiten im Betrieb vorher schon planen und für den ganz schlimmen Fall rechtzeitig finanzielle Vorsorge treffen und Risiken absichern. Liebe Frauen, suchen Sie sich Ihre Unterstützung und Ihre Unterstützer. Nutzen Sie externe Dienstleistungen, um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können, auf Betrieb und Kind. Der Deutsche Landfrauenverband will mit dem heutigen Forum aufklären. Die Studienergebnisse zeigen, viele Frauen senken ihr Arbeitspensum in der Schwangerschaft und im Mutterschutz nicht wesentlich. Das ist sehr, sehr schade. Wir wollen vermeiden, dass sie alle in Überlastungssituationen kommen. Ich möchte danken für diesen Tag. Ein ganz besonderer Dank geht an alle Teilnehmerinnen und Referentinnen des Forums, an unsere Präsidentin Petra Benkemper, die in der Begrüßung schon erste Fragen aufgeworfen hat und mitverantwortlich zeichnet, dass wir nun eine Studie über die Frauen in der Landwirtschaft haben. Herzlichen Dank an Anne Dirksen von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen für ihre immer ehrlichen Worte. Sie sagen, wir Frauen erziehen die Männer von morgen. Dank an Cecilia Abel mit Silvan, die uns doch ihren sehr herausfordernden Alltag als Mutter in einem landwirtschaftlichen Betrieb nahegebracht hat und auch konkret, wenn man es richtig rausgehört hat, um Hilfe gebeten hat. Ganz begeistert sind wir von der Podiumsdiskussion und ich kann gar nicht all diese Aspekte, die aufgeworfen worden sind, hier zusammenfassen. Die Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis sagt, wir Frauen sind in einem Boot. Prüfen lassen möchten Sie die Problematik der Sonderbetriebe wie Käsereien, Hofläden und Co., die sehr oft von den Frauen ja verantwortet werden, und deren Absicherung und Anspruch auf Haushalts- und Betriebshilfe. Claudia Lex, die Geschäftsführerin der SVFG, zeigt auf, dass es sehr gute Angebote speziell für Bäuerinnen und Unternehmerinnen der Landwirtschaft gibt, die noch besser auch für junge Frauen aufbereitet werden sollen und auch, glaube ich, in Angriff genommen werden. Es muss aber auch beantragt werden, sagt Frau Lex. Die selbstständige Tischlermeisterin Johanna Röhr kämpft für Unternehmerinnen im Handwerk und wir wünschen ihr da ganz viel Glück für ihre Petition und dass sich auch für die Frauen im Handwerk da deutlich etwas bessert. Die Unternehmerin, Winzerin und Landfrau Mara Walz mit Helena heute möchte mehr Online-Angebote und Infobroschüren, um schneller zu wissen, was ihr zusteht. Sie sieht sich als Vorkämpferin für die Unternehmerinnen, die kommen
Und ich weiß, sie hat auch einen ganz tollen Social-Media-Auftritt, wo sie all diese Fragen immer wieder öffentlich aufwirft. Ein ganz besonderer Dank geht an unsere Moderatorin und Bundesgeschäftsführerin, liebe Daniela Ruhr. Und vor allem an unsere Agrarreferentin Ulrike Graf-Rosenfellner, die die Hauptverantwortung für die Vorbereitung und diesen Tag hatte und mit zwei kleinen Kindern zu Hause auch hier über sich hinauswachsen musste. Dank geht auch jetzt schon an die Presse für die tollen Berichte, die kommen werden. Vielen Dank an unsere Ehrengäste und Gäste hier vor Ort und auch an alle da draußen an den Geräten für Ihre Fragen und für Ihre echte Bereicherung der Diskussion. Wir hoffen, Sie haben alle von unserem Forum mit dem Titel Zukunft Land, Wirtschaft auch eine Frage der Vereinbarkeit ganz viel mitgenommen und setzen diese Impulse in Zukunft in Ihrem Leben um. Lassen Sie uns gemeinsam Frauensolidarität leben. Wählen wir Frauen in die Gremien, damit die Anliegen von uns Frauen und den Familien vorangebracht werden. Bringen wir all diese Themen auch in die Aus- und Weiterbildung. Auch das haben wir heute gehört. Nun wünschen wir Ihnen vom Deutschen Landfrauenverband und uns allen eine weiterhin tolle grüne Woche und ein schönes Wochenende. Und immer mal wieder Auszeiten für Körper und Seele. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie uns Landfrauen gewogen. Wir laden Sie, die hier vor Ort sind, nun zu einem kleinen Imbiss ein. Seien Sie unser Gast und allen da draußen einen guten Appetit. Ich gehe stark davon aus, Ihre Männer haben gekocht. Vielen Dank.